So, wir sind live. Guten Abend, liebes Publikum. Mit ein bisschen Verspätung starten wir jetzt zu unserer heutigen digitalen Abendveranstaltung. Mein Name ist Eva Behrensen von der Bildungsstätte Anne Frank und ich darf Sie im Namen der Bildungsstätte und des Historischen Museums Frankfurt ganz herzlich heute Abend begrüßen zu unserer digitalen Veranstaltung unter dem Titel Alles in Farbe, Let's Talk About Race, Rasse und Rassismus. Sie findet statt im Rahmen des Begleitprogramms von zwei Ausstellungen, die aktuell in Frankfurt am Main gezeigt werden. Also zumindest, wenn nicht gerade eine Art Lockdown stattfindet. Zwei Ausstellungen, die sich dem Thema Rassismus, Kolonialrassismus in Vergangenheit und Gegenwart widmen. Das ist einmal im Historischen Museum das Stadtlabor Ich sehe was, was du nicht siehst, Rassismus, Widerstand und Empowerment. Und in der Bildungsstätte Anne Frank die Sonderausstellung Hingucker, Rassismus und Kolonialismus ausstellen. Unter nicht-pandemischen Umständen würden wir jetzt natürlich in einem bestimmt total vollgestopften Veranstaltungsraum jetzt hier in der Bildungsstätte zusammensitzen. Dieser direkte persönliche Kontakt muss ja leider heute wegfallen, aber immerhin haben wir das Internet. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich unsere Moderatorin und unsere Podiumsgäste, die ja Gästinnen sind, auf das Format der Online-Veranstaltung eingelassen haben. Vielen Dank dafür und Ihnen allen oder euch allen erstmal herzlich willkommen. Let's talk about race, Rasse und Rassismus. Das Thema des heutigen Abends ist natürlich eines, mit dem wir in der Bildungsstätte Anne Frank, in der politischen Bildungsarbeit, aber auch in der Beratung von Betroffenen von Rassismus und Antisemitismus natürlich ganz viel zu tun haben, inklusive aller Widersprüche und Gleichzeitigkeiten. Denn zum einen ist ja die Vorstellung von Rassen, die sich angeblich nach irgendwie biologisch-genetischen Faktoren bestimmen lassen, sowas von 19. 20. Jahrhundert, also gilt irgendwie als überkommen und gesellschaftlich überholt. Zum anderen müssen wir aber feststellen, dass sich die Idee immer noch relativ hartnäckig im Alltagswissen hält. Also auch in unserer Bildungsarbeit bekommen wir immer wieder Fragen gestellt, und zwar von Jugendlichen und Erwachsenen, und müssen erklären, dass es sowas wie Rassen einfach nicht gibt. Genauso wenig, wie es zum Beispiel so etwas wie ein Judengen gibt. Und leider macht sich in dem Zusammenhang, müssen wir auch feststellen, der Einfluss der neuen Rechten und Identitären ganz schön bemerkbar, die zwar nicht von Rassen sprechen, aber von unterschiedlichen Ethnien und Kulturen und unter dem Label Ethnopluralismus versuchen, sozusagen alten rassistischen Wein in neuen Schläuchen unter die Leute zu bringen. Heute ist auch ein denkwürdiger Tag. Vor 9 Jahren hat sich der nationalsozialistische Untergrund selbst enttarnt, also jene Terrorgruppe, die in einer jahrelangen Mordserie 9 Menschen aus rassistischen Gründen ermordet hat. Und es ist ein Tag, an dem zumindest zur Stunde immer noch nicht feststeht, ob ein White Supremacist, also ein Mann, der der rassistischen Fantasie von der Überlegenheit einer weißen Rasse anhängt und die auch immer wieder pusht, ob dieser Mann nicht möglicherweise zum zweiten Mal ins Weiße Haus gewählt wurde. An diesem Abend finden wir es auf jeden Fall sehr, sehr passend, sich mit dem Thema Race auseinanderzusetzen und nicht permanent bei Spiegel Online damit beschäftigt zu sein, zu aktualisieren und zu gucken, wie der aktuelle Stand ist. Das kann man ja in 1,5 Stunden nachholen. Wir können uns, also oder Sie, liebes Publikum, kann sich beteiligen heute Abend an dem Chat in dem YouTube-Channel. Das ist, glaube ich, relativ selbsterklärend. Und jetzt mache ich einen Punkt und übergebe an die wunderbare Hadija Haruna-Oelker, Autorin, Redakteurin beim Hessischen Rundfunk und Moderatorin des heutigen Abends. Hadija, let's talk about race. Ja, danke dir, Eva, für die einführenden Worte und auch von mir einen schönen guten Abend an alle, die hoffentlich zahlreich eingeschaltet haben, um genau das zu tun, sich vertiefend mit einem Thema zu beschäftigen, das wir viel zu selten genauer betrachten. Vergangenes Jahr jährte sich zum 100. Mal der Todestag von Ernst Haeckel. Wer ihn nicht kennt, er war Evolutionsbiologe, Professor in Jena. Manche nannten ihn den deutschen Darwin. Er ist nämlich Begründer der sogenannten Stammesgeschichtsforschung und hat damit in fataler Weise dazu beigetragen, dass es später zu einem biologistisch begründeten Rassismus kam.
Was der für Folgen hatte, davon hat Eva eben berichtet. Heute sprechen wir von Rassismus als auch einem sozialen Konstrukt. Ein Rassismusforscher wie Stuart Hall erklärte später das Nebeneinander verschiedener Rassismen. Etienne Balibar sprach vom sogenannten Rassismus ohne Rassen. Alles Konzepte, die quasi erklären wollen, dass dieser genetisch basierte, biologistisch basierte Rassismus überholt ist. Aber es Rassismus dennoch gibt. Und auch die Wissenschaft hat diesen biologistischen Gedanken von Rassismus und Rasse ad acta gelegt. Aber nichtsdestotrotz wird zu genetischer Vielfalt bei Menschen geforscht. Und seit den 90er Jahren wachsen die Erkenntnisse in der sogenannten Humangenetik. Wie das jetzt also zusammenbringen, dass Menschen genetische Besonderheiten, unsere Unterschiede eben auch mit Herkunftsmythen und rassistischen Vorstellungen paaren. Deswegen haben wir die Veranstaltung heute Talk About Race, Rasse und Rassismus genannt und versuchen, das eine und das andere zusammenzubringen. Es ist nämlich der Rassismus, der Rassen erfindet. Und deshalb wollen wir heute darüber sprechen, uns diesem komplexen Phänomen widmen, viel perspektivisch, im besten Fall auch intersektional. Deswegen sind die Gästinnen so eingeladen, wie ich sie später auch vorstellen will. Aber bevor wir das tun, bevor wir ins Gespräch kommen, hören wir jetzt erst einmal eine sogenannte Keynote. Und wären wir in einem großen Panelraum, wäre das auch ein bisschen anders. Jetzt wird gleich umgeschaltet. Es gibt auch eine kleine Präsentation. Und wir freuen uns auf die Präsentation von Professorin Veronika Lippert. Sie ist Wissenschaftshistorikerin, Wissenschaftsforscherin an der Universität Freiburg. Und sie befasst sich mit den Themen Populationsgenetik, biogenetischer Forschung, mit Forensik und der Kategorisierung durch DNA-Analysen. Das klingt alles sehr komplex, ist es auch. Sie sagt und bringt das Thema zusammen, genetische Vielfalt sei viel zu komplex für das Ordnungssystem Rasse. Und in einem Vortrag brachte sie einmal die Thesen zusammen, die wir heute besprechen wollen, in Sarrazins Irrgarten über die politische Logik biologistischen Denkens. Und damit übergebe ich an Frau Lippert. Vielen Dank schon einmal. Sie müssen Ihren Lautsprecher anmachen. Was für ein Anfängerfehler. Herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, hier sein zu können. Ich fühle mich sehr geehrt, hier eingeladen worden zu sein. Und ich freue mich, dass ich Ihnen meine Forschungsergebnisse und überhaupt meine Gedanken über dieses Thema jetzt präsentieren kann. Ich werde jetzt meinen Bildschirm freigeben für meine Präsentation. So, ist das gut sichtbar? Okay. Für uns, glaube ich, alle, ja. Zu Beginn des Vortrags möchte ich Sie gerne ein paar Fragen fragen und würde Sie einfach bitten, sich die Antworten zu merken oder zu notieren. Wissen Sie, wo Ihre Großeltern leben oder lebten? Lebten Ihre Großeltern in einem Umkreis von 80 Kilometern von Ihrem eigenen Geburtsort, also da, wo Sie geboren sind? Wissen Sie, wo Ihre biologischen Großeltern leben oder lebten? Und lebten diese biologischen Großeltern in einem Umkreis von 80 Kilometern von Ihrem eigenen Geburtsort? Ich kann nur die erste Frage mit Ja beantworten, alle anderen nicht. Und wenn Sie nicht Tests gemacht haben, genetische Tests, dann können Sie auch nicht wissen, ob Ihre Großeltern Ihre biologischen Großeltern sind. Ganz egal, was für tolle Großeltern das sind. Die Vielfalt der Menschen ist schon immer hochinteressant für Wissenschaftler gewesen. Nicht nur die genetische Vielfalt, überhaupt die Vielfalt, aber für Genetiker oder für Biowissenschaftler ganz besonders. Wegen unendlich vieler Möglichkeiten für neue Forschungsfragen. Jedes Merkmal der Menschheit kann man daraufhin untersuchen, ob es das überall gibt oder nur in ganz bestimmten Gruppen oder Orten. Auch für Vergleiche und Kontrollgruppen wird die Vielfalt der Menschheit immer gerne in Anspruch genommen. Manche Wissenschaftler brauchen genetische Vielfaltsforschung, um Menschen besser helfen zu können, um zum Beispiel bestimmte Therapien anbieten zu können. Und andere brauchen genetische Vielfalt am Menschen oder die Forschung dazu, um abwertende und rassistische Meinungen zu begründen. Glücklicherweise ist die Anzahl der Wissenschaftler, die das heute machen, sehr, sehr, sehr klein. Die Frage ist, könnte man auf Forschung zu genetischer Vielfalt verzichten? Das kann man so oder so beantworten. Man müsste sich dann aber auch darüber im Klaren sein, dass die positiven Aspekte dieser Forschung dann auch verloren wären. Es gibt ganz verschiedene Vorstellungen von der Struktur genetischer Vielfalt. Ich habe sie hier versucht, in einer Grafik darzustellen. Ganz links sehen Sie die Vorstellung, dass Humangenetik
genetische Vielfalt ordnungsbedürftig ist und dass man sie auch ordnen kann, nämlich entweder in Rassen oder in Gruppen oder in Populationen. Die Vorstellung, dass die Menschheit gut einzuteilen ist und gut zu ordnen ist, nämlich in Rassen, hat bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts ganz eindeutig dominiert in den Diskursen in Europa, in den USA, aber auch in vielen anderen Ländern. Und erst nach der Jahrhundertmitte hat sie so langsam begonnen, sich aufzulösen. Aber richtig weg ist sie nicht aus der Wissenschaft. Es gibt diese Vorstellung immer noch in der Wissenschaft. Ist aber eindeutig eine Minderheitenposition. Auf der rechten Seite sehen Sie die Vorstellung, dass humangenetische Vielfalt graduell verteilt ist, geografisch graduell verteilt. Das ist eine Position, die man heutzutage in der Populationsgenetik sehr häufig antrifft. Und dann gibt es noch die Position, dass humangenetische Variation sehr komplex ist, sehr vielschichtig und sehr dynamisch und deshalb sehr schwer zu beschreiben. Das ist meine Position. Ich will gar nicht in Abrede stellen, dass es graduelle Effekte gibt. Ich will auch nicht in Abrede stellen, dass dass bestimmte graduelle Effekte auch nochmal von Strukturen durchzogen sind, die wahrscheinlich viele dazu verleiten, zu glauben, dass es gut zu ordnen ist, aber das stimmt nicht. Also ich bleibe dabei, es ist komplex. Dieses Bild mag vielleicht als ein Anhaltspunkt dafür dienen. Wenn Sie jetzt gefragt wären, diese Farben zu ordnen, dann hätten Sie es sehr schwer, wenn Sie sagen wollten, ja, das kann man gut in bestimmte Farbgruppen einordnen. Wenn Sie versuchen wollen würden, graduelle Unterschiede darzustellen, auch das wäre schwierig. Aber mit der Vorstellung, dass es komplex und dynamisch ist, geht es ganz gut. Die Populationsgenetik trifft eigentlich Aussagen über Gruppen und erst vor kurzer Zeit hat sie auch begonnen zu versuchen, Aussagen über Individuen zu treffen. Ganz generell macht Populationsgenetik Aussagen über die Verteilung von genetischen Markern und Allelen in verschiedenen Populationen. Das können zum Beispiel Allele sein, die mit Krankheiten korrelieren oder auch Allele, die mit Hautpigmentierung korrelieren oder Allele, die mit Verhaltensweisen korrelieren oder Allele, die mit einer kontinentalen Herkunft korrelieren. Die werden Ancestry Informative Markers genannt. Und es gibt auch Korrelationen zwischen verschiedenen Allelen, zum Beispiel zwischen Ancestry Informative Markers und Allelen mit Hautpigmentierung, die mit Hautpigmentierung korrelieren, sorry. Aber was extrem wichtig ist bei diesem Zusammenhang ist, Korrelation heißt nicht, dass ein kausaler Zusammenhang besteht. Das kann sogar ein zufälliger Zusammenhang sein. Und kein Allel ist ausschließlich auf einem Kontinent zu finden. Und genau das macht die Zuordnung von Individuen zu Populationen sehr schwierig. Und darauf werde ich mich jetzt hauptsächlich konzentrieren. Individuelle biogeografische Herkunft wird in 5 Anwendungskontexten verwendet. In der forensischen Genetik, beim Ancestry-Testing, das jeder machen kann, kostet ein bisschen was, in der Biomedizin, in der genetischen Geschichte und in der Grenzkontrollen. Grenzkontrollen sehr wenig, aber das ist immer wieder ein Wunsch in Europa, dass man doch Flüchtlinge an den Grenzen direkt auf biogeografische Herkunft untersuchen könnte, um zu wissen, wo die Leute wirklich herkommen. Für die Zuordnung einer individuellen DNA braucht man aber Referenzdaten. Man braucht eine Vergleichsdatenbank, also irgendeine Menge an DNA-Datensätzen zum Vergleich. Und über diese Referenzdatenbanken werde ich jetzt im Folgenden sprechen. Zunächst muss ich noch mal kurz sagen, es gibt für diese biogeografische Herkunftsbestimmung 3 verschiedene DNA-Systeme. Einmal Y-chromosomale DNA. Das ist DNA, die die Väter ihren Söhnen vererben, ausschließlich. Das heißt, hier wird eine Abstammungslinie dargestellt und eigentlich ist die Aussage, vor x Generationen kam dieses Y-Chromosom aus einer bestimmten Region. Die mtDNA, die mitochondriale DNA, wird nur von Müttern auf ihre Kinder vererbt, aber auf alle Kinder. Auch das ist eine Abstammungslinie. Und Sie müssen sich bei beiden vorstellen, dass Sie damit eigentlich nur eine von unglaublich vielen Vorfahren abbilden können. Also alle anderen Abstammungslinien, die Sie in unter Ihren Vorfahren haben, gehen damit verloren. Und dann gibt es noch die autosomale DNA. Die kommt von beiden Eltern und die spiegelt eigentlich sehr, sehr viele Vorfahren wider. Und nur die gibt einen Wert in der DNA-Analyse, der mit Admixture benannt wird. Und das ist auch das, was Sie im Ancestry-Testing, in diesem kommerziellen Herkunftstest dargestellt bekommen, die Admixture.
Die Ancestry Informative Markers, also die genetischen Marker, die angeblich über die Herkunft Aufschluss geben, die gibt es auf allen drei Systemen. Was die Qualität betrifft von diesen biogeografischen Herkunftsbestimmungen, nur wenn alle drei Systeme analysiert werden, kann es überhaupt eine verlässliche BGA-Bestimmung geben. Aber auch nicht in allen Fällen, und in vielen Fällen wird sie nicht aussagekräftig sein. Und das hängt genau mit den Referenzdatenbanken zusammen. Sorry, jetzt schaltet das nicht. Doch, genau. Nochmal hier mein Schaubild. Und nochmal zur Erinnerung, also wenn man eine individuelle Zuordnung vornehmen will, dann geht das natürlich nicht, wenn man überzeugt ist, dass Human Genetic Variation komplex ist. Aber es geht, wenn man glaubt, dass sie graduell verteilt ist oder dass sie in Gruppen aufzuteilen ist. Hier habe ich einige Beispiele für solche Referenzdatenbanken aufgeführt. Die, die sich mit Herkunft, Migration, Geschichte und auch Forensik beschäftigen, sind die oberen. YHAD und MPOP, das sind die, die nur Abstammungslinien darstellen, und die anderen stellen autosomale DNA dar, also alles elterliche genetische Material. Es gibt noch medizinische und noch andere Datenbanken, aber nicht alle dieser Datenbanken werden auch für herkunftsbezogene Fragestellungen benutzt. Was genau repräsentiert eine solche Referenzdatenbank? Dazu muss man sich erstmal fragen, wie denn die Daten gesammelt werden. Die genetischen Daten in der Referenzdatenbank sind mit begleitenden Daten verknüpft. Und dazu gehört hier vor allem Information zur Herkunft, dem Geburtsort oder der Nationalität und auch zum Geburtsort, der Nationalität oder der Herkunft der Eltern und Großeltern. Oder auch Informationen zur Sprache, zur Kultur oder wie man sich selbst zuordnet. Je nachdem, wie die Datenbankbetreiber entschieden haben, dass sie einen solchen genetischen Datensatz mit Informationen begleiten. In manche Referenzdatenbanken kommen nur Datensätze von Menschen, die eine verlässliche Information über den Wohnort ihrer Großeltern haben und deren Großeltern nicht von anderswo kommen. Ich könnte also zum Beispiel meine Daten nicht in eine solche Datenbank geben, weil ich ja gar nicht weiß, wo meine Großeltern gelebt haben oder weil sie auf jeden Fall nicht 80 Kilometer im Umkreis meines Geburtsortes gelebt haben. Denn die Referenzpopulation soll, aus Sicht der Genetiker, die Population eines Ortes oder eines Landes oder einer Region repräsentieren. Hier wird Population also verstanden als die Menschen, deren Vorfahren alle an diesem Ort gelebt haben. Aber auch nur diese Menschen. Ich zeige Ihnen hier einen Auszug aus dem Fragebogen einer solchen Datenbank im Format Question and Answers oder Frequently Asked Questions. What will you ask me to do if I want to participate? Also was muss ich denn machen, wenn ich teilnehmen will? Und die Antwort ist, wir werden Sie fragen, wo Ihre Großeltern geboren sind und, wenn das zutrifft, welche Sprache Sie sprachen. Sagen Sie uns, wenn Sie unsicher sind, denn Samples sollten nur von Leuten sein, deren Großeltern hauptsächlich von einer bestimmten geografischen Lokation kommen oder aus einer bestimmten ethnischen Gruppe. Hier sehen Sie einen Aufruf zu einem neuen DNA-Forschungsprojekt zur Kartierung der genetischen Geschichte Deutschlands aus dem Jahr 2017. Hier wird auch gesagt, für das Projekt werden für einen einfachen DNA-Test Personen gesucht, deren vier Großeltern alle in einem Umkreis von maximal 80 Kilometern geboren sind. Das Ziel des Projektes ist, die aktuelle Verbreitung von DNA-Mustern in Deutschland und den früheren Ostgebieten, die bis zu 1945 zu Deutschland gehörten, zu erfassen und zu kartieren. Und um als ein Vertreter dieser deutschen Regionen zu gelten, müssen Sie eben nachweisen, dass Ihre Großeltern alle auch 80 Kilometer entfernt von Ihrem Wohnort geboren sind oder gelebt haben. Wie sieht sowas dann aus in den wissenschaftlichen Publikationen? Ein Beispiel aus Großbritannien, die hatten auch genau dieses 80-Kilometer-Kriterium. Und dann wurde das alles so wunderschön geplottet. Sie sehen das hier auf dem Bild. Also die roten klüngeln alle zusammen. Jeder Punkt oder jedes Symbol steht für eine Person. Natürlich sehr übertrieben, weil die ja nicht so groß sind, die Menschen. Das sind ja fast Städte hier. Wenn man sich aber genauer anguckt, wer ist hier eigentlich repräsentiert, dann wird man sehen, dass keine städtische Bevölkerung repräsentiert ist. Nur ländliche Bevölkerung. Hier ganz ähnlich, eine Studie, die versucht hat, Europa darzustellen, und auch, wieder sehen Sie, das bildet ganz wunderbar die geografische Struktur Europas ab, aber hier steht auch, wie die Forscher das gemacht haben. Sie haben Stringency Criteria angelegt und sie haben versucht, Leute, die nicht aus Europa kamen, auszuschließen
und sie haben versucht, Individuen auszuschließen, deren großelterliche Herkunft von mehr als einem Ort war. Und dann haben sie den Datensatz von 3.192 Individuen auf 1.387 Individuen beschränken müssen. Und nachher haben sie dann noch gesagt, also diese Zahlen schließen auch alle Individuen aus, die Mixed Grandparental Ancestry berichten, also gemischte, sogenannte gemischte großelterliche Herkunft, oder die typischerweise an Orte zugeordnet werden, die zwischen oder die, ja genau, die zwischen denen der erwarteten großelterlichen Herkunft liegen. Also erst wenn die DNA-Analysen gemacht wurden und der Plot passiert ist und jemand nicht da gelandet ist, wo er eigentlich geglaubt hatte, er würde landen, dann wird dieses Individuum auch aus dem Datensatz ausgeschlossen. Und deshalb sind das so hübsche Bilder. Wenn man die Leute alle drin hätte, wären diese Bilder sehr viel chaotischer. Wer wird hier eigentlich überhaupt repräsentiert? Nur ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung. Und auf alle Fälle? Ja. Okay. Und das ist nicht repräsentativ für alle Anwohner oder Staatsbürger. Und wer fehlt? Manche Gruppen sind nicht in der Referenzdatenbank repräsentiert, weil sie einfach nicht zu DNA-Samples für DNA-Proben gebeten wurden. Und Menschen und Gruppen mit sogenannter gemischter BGA, wie zum Beispiel in Südamerika oder Großbritannien, fehlen in den meisten Referenzdatenbanken, einfach weil die Technologien unzuverlässiger machen. Und weitere Schwächen ergeben sich dann im Anwendungskontext, zum Beispiel in der Ermittlungsarbeit. Solche Lücken in den Datenbanken machen die BGA-Bestimmung sehr viel unzuverlässiger. Und Kategorien in der Datenbank stimmen ja eventuell gar nicht überein mit sozialen, administrativen oder polizeilichen Kategorien. Das ist hier auf dieser Folie dargestellt, die überspringe ich jetzt aus Zeitgründen. Und jetzt hätte ich noch ein drittes Beispiel, aber ich höre jetzt an dieser Stelle auf, denn dafür brauche ich noch mal 5 Minuten. Und schalte jetzt erstmal die Bildschirmpräsentation aus. Vielen Dank. Danke Ihnen, Frau Lippert. Das ist natürlich, kann das nur einen Eindruck liefern von einem sehr komplexen wissenschaftlichen Verfahren, aber ich glaube, was am Ende sehr deutlich geworden ist, ist der Ausschluss bestimmter Daten, die, wenn man sie dann aber später anwenden will, in diesem Bereich Biogeografie, auf den wir noch zu sprechen kommen, also forensische Genetik, was Sie sagten, Ancestry-Tests, Biomedizin, Grenzkontrollen und genetische Geschichte aber sehr wohl interessant werden werden. Aber darüber werden wir noch sprechen. Jetzt möchte ich gerne die anderen Gästinnen vorstellen. Wir haben vorhin schon gesagt, oder ich habe gesagt, es gibt keine Rassen, aber es existiert Rassismus. Wir haben in den letzten Jahrzehnten nach der Shoah, nach dem Holocaust, nach Porajamas neuartige Ausgrenzungsformen, Überlegenheitsideologien, die in Deutschland noch nicht so richtig einen Namen haben. Und das hat Gründe, weil die Rassismusforschung hierzulande im Mainstream noch in den Kinderschuhen steckt, wenn man das jetzt mal so flapsig sagen kann. Dabei wird der Begriff Rasse gemieden. Wir merken jetzt, wird darüber diskutiert, aber man hat keinen Umgang damit. Wir haben es von Eva Berenson schon gehört. Viel wird mit Begriffen von Kultur, Ethnie und Religion hantiert. Und was wir bräuchten, wäre ein gemeinsames Verständnis, eine gemeinsame Analyse, die viele Menschen verstehen würden und die vielen Menschen zugänglich wären. Nicht ohne Grund haben wir deswegen heute ein intersektionales Panel gewählt, nicht um in vermeintlichen Gruppen zu denken, aber um deutlich zu machen, dass die von Rassismus betroffenen Menschen eben genau das Erbe tragen von der Unterteilung in sogenannte verschiedene Gruppen. Wir diesen Abend hier aber in einem solidarischen Verständnis und einem Bündnisverständnis intersektional verstehen und trotzdem einen differenzierten Blick werfen wollen. Wovon spreche ich? Ich spreche von antimuslimischem Rassismus, ich spreche von antistaatlichem Rassismus, ich spreche von antiromaistischem Rassismus, ich spreche von antiasiatischem Rassismus. Aber ich spreche auch von antisemitischen Perspektiven, wobei man sagen muss, letztere ist keine Form des Rassismus. Wenn es aber um das Thema Rasse geht, gibt es hier wohl sehr starke Verbindungslinien. Aber dazu auch später mehr. Ich grüße folgende Gästinnen auf dem Panel. Das ist einmal Nadine Golli, vielleicht kann sie die Hand heben. Die Sozialwissenschaftlerin und psychosoziale Beraterin im Kontext der Arbeit für Betroffene rassistischer, rechter und antisemitischer Gewalt. Sie war viele Jahre in der universitären LehrerInnenbildung tätig und sie ist unter anderem auch Mitbegründerin von KAFI. KAFI ist ein Kollektiv, das rassismuskritische Fortbildungen, Workshops und Prozessbegleitungen anbietet und mit dem Anspruch, empowernde und emanzipatorische Lernräume für alle zu ermöglichen. Außerdem begrüße ich Roxana Lorraine Witt.
auch einmal die Hand heben. Genau. Sie ist Biotechnologin und bis Januar dieses Jahres leitete sie das Bildungsreferat des Dokumentations- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma. Sie ist Mitbegründerin der Plattform Roma Sinti Wire Online. Das ist ein internationales Nachrichten- und Vernetzungsmedium. Aktuell forscht sie zu Monitoring- und Radikalisierungsprozessen im Netz und arbeitet gemeinsam mit mehreren AktivistInnen an der Vereinsgründung von Safe Space, Verein für Intersektionalität, Inklusion, Digitalisierung und Jugendkultur. Außerdem begrüße ich Sabanu Chima von der Bildungsstätte Anne Frank. Sie ist Politik- und Volkswirtschaftlerin, aber hier im Haus pädagogische Leiterin eben in der Bildungsstätte Anne Frank. Sie hält Seminare und Vorträge zu den Themen Bildungsarbeit gegen Antisemitismus und Rassismus, Islamfeindlichkeit und Religionspluralität. Und ein besonderer Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die Zusammenarbeit mit sogenannten muslimischen Gruppen sowie Personen mit Migrations- und Fluchterfahrung. Und dabei entwickelt sie Projekte als auch Methoden für die historisch-politische Bildung. Erstmal die Frage an die ersten drei. Einfach vielleicht auch in der Reihenfolge Nadine, Roxana und Saba. Wir haben gar nicht geeinigt, fällt mir gerade ein, ob wir uns duzen, siezen. Manche kenne ich, manche nicht. Ich mache einfach vielleicht so einen wilden Mix jetzt, weil wir uns nicht so geeinigt haben. Aber meine Frage an euch wäre, was ist denn das für ein Rassismus, den wir heute aus eurer Perspektive, eurem spezifischen Schwerpunktsicht auf der Forschung beobachten, wenn ihr sie dem Mainstream zuträglich machen wollen würdet? Nadine. Ja, danke für die Einführung. Danke für den Vortrag, Frau Lippert oder Veronika. Ich habe gerade das Du zugeteilt bekommen. Genau, also was ist das, was ist heute zu beobachten? Also ich würde zum einen sagen, Rassismus ist alltäglich, also es ist nicht was Spezielles, was man nur an bestimmten Orten, zu bestimmten Zeiten sieht, erlebt, beobachtet. Rassismus ist tödlich, also es nimmt Menschen ihr Leben. Wir haben eben schon an die, ja, oder nicht erinnert, aber wir haben angesprochen, die Personen, die durch die NSU ja, Morde bisher bekannt sind. Vielleicht gibt es auch weitere Betroffene. Rassismus strukturiert unsere Gesellschaft. Rassismus führt zu Ungleichheit und Benachteiligung. Und Rassismus ist aber auch institutionell und auf struktureller Ebene. Das heißt, wenn wir über Rassismus sprechen, sprechen wir über Rassismus auf ganz vielen Ebenen. Und das ist wichtig, dass wir uns sozusagen auch dieses gesamtgesellschaftliche Relevanz angucken und was das sozusagen für unser soziales Zusammenleben, was es bedeutet. Und eben diese ganzen verschiedenen Formen. Und ich finde es aber total spannend, dass wir uns heute auch auf dieser wissenschaftlichen Ebene dem Thema nähern, weil Wissenschaft hat ja selbst den Anspruch, eine objektive Annäherung zu sein und sozusagen den wahren Blick und das wahre Wissen zu haben und hat ja aber gleichzeitig ganz viel Legitimation für gesellschaftliche und politische Entscheidungen. Deswegen finde ich es einen ganz wichtigen Ansatz, dass wir uns heute darüber unterhalten. Und aus meiner Sicht finde ich es auch, solche Formate und solche auch also interdisziplinären, aber auch intersektionalen Zusammenkünfte und solidarischen Zusammenkünfte total wichtig, um eben auch was dagegen zu setzen, nur weil es nicht im Diskurs vorkommt oder weil wir oft eben nicht in intersektionalen Runden zusammensitzen, dass es nicht diese Form von Bündnisse gibt und dieses gemeinsame Überlegen und dieses gemeinsame, ja, auch verbündet dagegen kämpfen oder gemeinsam denken oder gemeinsam neue Ideen entwickeln. Genau, vielleicht erstmal so weiter. Ja. Roxana, was ist das für ein Rassismus aus deiner Perspektive, durch deine Brille? Ja, erstmal vielen Dank für die bisher geleisteten Redebeiträge, denn ich kann mich den von Nadine einerseits nur anschließen, andererseits möchte ich mich mal auf... Könntest du dein Mikro ein bisschen annehmen? Andererseits möchte ich mich auf den Vortrag von Veronika beziehen, um diese Frage zu beantworten, liebe Hadija.
Und zwar haben wir ja eben eigentlich einen ganz langen Vortrag da, gehört, der vor allen Dingen auch ja das Thema berührt hat, warum gibt es überhaupt so Ancestry-Tests, warum werden bestimmte Gruppen inkludiert und bestimmte Gruppen ausgeschlossen. Und wir wissen ja insbesondere in rechtsideologischen Kreisen, werden solche Verfahren auch missbraucht, um nämlich diese Vorstellung oder auch die Ideologie weißer Vorherrschaft zu legitimieren. Ja, wir haben aktuelle Anschläge, wir haben eben im Grußwort gehört, NSU, Mordkomplexserie, aktuelle Anschläge betreffen auch Halle und Hanau. Auch diese Täter haben Manifeste verfasst, die sich auf Ideologien weißer Vorherrschaft beziehen. Eben wurde auch erwähnt, der noch amtierende amerikanische Präsident ist ebenfalls ein Verfechter dieser Theorie. Und deshalb, um deine Frage zu beantworten, ich finde es sehr schwierig, wenn wir uns auch diesem Vokabular bedienen, das aus einem weißen Blick heraus besteht. Und der weiße Blick richtet den Fokus auf die betroffenen Gruppen von rassistischer Gewalt, weil es davon ablenkt, wer sind die Täter? Also wer sind die ausführenden Organe dieser Gewalt und wozu dient auch Rassismus vor allen Dingen? Ja? Also auch im Kontext von Kapitalismus, kapitalistischen Systemen, die Erfindung der Rasse zum Zwecke der Rechtfertigung von Ausbeutung von bestimmten Menschengruppen. Denn um Menschengruppen auszubeuten, muss man erstmal das irgendwie rechtfertigen können. Wenn ein Mensch mit mir auf einer Stufe ist, dann kann ich nicht rechtfertigen, dass ich ihn ausbeuten möchte, denn dann würde ich meine eigene Ausbeutung rechtfertigen. Das heißt, ich muss ein Konstrukt erfinden, ich muss diesen Menschen künstlich in eine andere Gruppe kategorisieren, die im Vergleich zu mir selber minderwertig ist, um seine Ausbeutung rechtfertigen zu können. Und so kommen wir auch zum Konstrukt der Rassen, der Menschenrassen. So kommen wir zum Konstrukt des weißen Suprematismus. Und ich finde es wichtig, wenn wir über aktuellen Rassismus sprechen, ihn auch so zu benennen, nämlich als Gewalt gegenüber Gruppen, also gegenüber Menschengruppen, die künstlich eingeteilt worden sind, um eine bestimmte andere, also bestimmte Gruppen von Menschen wiederum einen Vorteil zu verschaffen. Und das zu dekonstruieren, denke ich, ist ein ganz guter Ansatz jetzt auch für unseren Diskurs. Das von mir erstmal. Dankeschön. Saba, was ist das für ein Rassismus aus deiner Brille, auf den wir heute blicken? Jetzt wurde schon sehr viel Spannendes gesagt. Vielen Dank auch nochmal von meiner Seite. Ich fand den Vortrag sehr spannend. Sehr interessant und hat viele Fragen noch. Ich hätte ihn mir doch noch ein bisschen länger gewünscht, habe ich jetzt gerade gedacht. Sorry, Herr Dieter, ich meine, wir mussten den beenden, aber gerade diese Frage, also was ist eigentlich genau das Erkenntnisinteresse, habe ich mich auch gefragt. Und was haben wir ganz genau davon? Und ich habe das Gefühl, das ist nochmal eine andere Debatte, als dann darüber zu sprechen, wie funktioniert Rassismus. Und jetzt haben gerade meine Vorrednerinnen auch schon gesagt, das Thema Kapitalismus, Ausbeutung, und so weiter und so fort. Also sozusagen, es rechtfertigt ja sehr viel. Und ich musste jetzt während dem Vortrag vor allem an Sarrazin denken, nicht nur, weil es im Titel auch schon war vom Vortrag, sondern auch diese Argumentation, die er verwendet, ganz bewusst zu sagen, Araber und Türken funktionieren so und so, weil sie daherkommen und so weiter. Also seine Art und Weise über, wie soll ich jetzt sagen, über Bevölkerungsgruppen, über Menschengruppen zu sprechen, war sehr bewusst gewählt, ja, und sie hat und ist wunderbar anschlussfähig an das ethnopluralistische Konzept von neuen Rechten. Und ich habe mich gerade so gefragt, als du gerade vorgetragen hast, egal was dabei rauskommt, eigentlich dient das ja total dem Zwecke, oder? Also es würde doch eigentlich neue Rechte, Ideologien und Ideen, unabhängig davon, was jetzt sozusagen dabei rauskommt, befeuern, wenn man Unterschiede letztlich feststellt. Also wenn man sozusagen, also ganz klassischerweise in meiner Bildungsarbeit sage ich immer, Rassen gibt es nicht, Punkt. Das ist schon längst belegt. So. Und dann gibt es aber auch diese Forschung, wo es darum geht, ich sage das jetzt mal ein bisschen platt, Unterschiede kann es geben, je nach Herkunft und Region. Was mache ich dann damit? Ja? Und leite ich daraus dann auch Eigenschaften ab? Weil das ist ja das, was sozusagen der einfache Mensch dann vielleicht daraus auch machen würde. Ne? Zu sagen, naja, wenn das bedeutet, also ne, wenn A, B bedeutet, bedeutet das auch C so ein bisschen. Das sind gerade meine Gedanken und würde mich freuen, darüber auch nochmal zu sprechen. An sich würde ich sagen, wenn wir über Rassismus heute sprechen, dann ist es verbunden mit einer großen Abwehr. Also das ist ein Kern in dem Diskurs. Ist man Rassist? Ja oder nein? Bin ich Rassistin? Kann ich gar nicht sein. Also das ist etwas, was mich sehr stark
bewegt und hoffe, dass wir auch darüber nochmal sprechen, warum auch das Annehmen von bestimmten rassistischen Kategorien, in denen wir auch denken, in denen wir sozialisiert sind, wie schwer das auch fällt und wenn das gleichzeitig erforscht wird, ein bisschen salopp gesagt, dann können wir dem wirklich jemals entkommen. Meine Gedanken gerade. Saba, da du die Vorlage geliefert hast, würde ich tatsächlich einfach diesen Rollback und die Frage zurückwerfen an Sie von Lippert-Veronika, nämlich vielleicht auch verbinden mit dem, was ich von Roxana gehört habe, die ja sagt, es ist eine einfache, man sucht eine Legitimation, eine einfache Rechtfertigung, die biologistische könnte eine Möglichkeit sein, ist auch das, was Saba gesagt hat. Aber was ist das, vielleicht nochmal in wenigen Sätzen, was ist denn das Erkenntnisinteresse, die gute, wie Sie haben es im Vorgespräch mal zu mir gesagt, die pro-ethische, gute Wissenschaft der Genetik. Also sozusagen, was wäre das und nicht sozusagen das, was die rechte Seite für sich nutzt? Vielleicht können Sie das nochmal deutlich machen, damit wir da klar sind. Ich werde das versuchen. Also, dass viele Genetiker Daten gesammelt haben und die mit Herkunftsinformationen versehen haben, hat ganz, ganz viele unterschiedliche Erkenntnisinteressen. Das ist extrem breit. Sehr viele von den Genetikern haben medizinische Erkenntnisinteressen. Die wollen etwas herausfinden, was helfen soll, Menschen zu helfen. Es gibt auch andere, es gibt auch welche, die wollen einfach die Geschichte bestimmter Populationen nachvollziehen. Ja, die haben, also das seht ihr alle in verschiedenen Zeitungen, dieses, wow, wir haben jetzt rausgefunden, die kommen von da und die Pazifikbewohner kommen von da und das ist ja Wahnsinn. Und wir können so tief zurück in der Geschichte, also so eine Faszination für Geschichte. Die forensischen Genetiker haben natürlich das Interesse, ihre DNA-Daten, die sie zum Beispiel aus einer unbekannten DNA-Spur finden, bestimmten Populationen zuordnen zu können. Ja, das ist das Erkenntnisinteresse. Ich glaube, dass bei all den drei Gruppen, und es gibt auch noch andere, aber die sind die drei wichtigsten, bei all den drei Gruppen sind sich viele überhaupt nicht dessen bewusst, dass sie ein Denkmodell verwenden, das natürlich der Rechten extrem in die Hände spielt. Mit dieser Vorstellung der ancestralen Populationen bedienen sie genau das. Einige sind sich dessen nicht bewusst und andere sind sich dessen schon bewusst. Und das rauszufinden, wer sich dessen bewusst ist und wer nicht, das ist nicht leicht. Mir geht es immer so, wenn ich mit Genetikern über meine Forschung rede, und zwar jetzt speziell zu dem Projekt Genetische Studien an Romnia, dann reißen die Augen auf und sagen, das kann ich nicht glauben, dass das in meinem Fachgebiet stattfindet. Und dann muss ich es ihnen beweisen, dass genau das doch stattfindet. Ja. Roxana, du meldest dich direkt. Ja, ich möchte erstmal ganz allgemein auf eine Frage eingehen, dann nochmal ganz kurz auf das, was Veronika gesagt hat. Und zwar, die Frage war könntest ja... Könntest du mir einen Gefallen tun, weil es ja, rauscht ein bisschen. Kannst du das festhalten? Es macht es einfacher. Was könnte gute oder ethische Forschung sein, also die nicht einem der Perpetuation von rassistischen Stereotypen dient? Das ist ja eine Frage, die ich sehr interessant finde, weil damit beschäftige ich mich auch unter anderem aufgrund dessen, was Veronika gerade erwähnt hat, dass eben auch solche Forschungen an Populationen von Romnia und Sinti, ganz unterschiedlichen Populationen, übrigens auch an vereinzelten Gruppen jüdischer Menschen durchgeführt wird, schon seit über 20 Jahren. Es steht nicht so im Fokus der Öffentlichkeit. Und es gibt ja unter anderem auch medizinische Forschung zu bestimmten Medikamenten, die an schwarzen, an US-amerikanischen Bevölkerungsgruppen getestet werden. Und die ersten Ergebnisse, die ich gelesen habe, waren eigentlich, okay, das könnte ein Ansatz sein. Jetzt möchte ich dazu betonen, das Problem mit medizinischer Forschung ist ja nicht einfach, okay, es gibt jetzt medizinische Forschung und für Schwarze soll es jetzt eine extra Forschung geben, sagen wir mal, oder für Romnia und Sinti, sondern das Problem ist der Standard, der in der weißen medizinischen Forschung herrscht und das ist, dass Medikamente grundsätzlich beispielsweise an weißen Männern getestet werden. Ja, das heißt, die sind irgendwie die Gruppe und das heißt schon zwischen Männern und Frauen, also innerhalb einer weißen dominierenden Bevölkerungspopulation, gibt es Unterschiede in der Wirksamkeit bestimmter Medikamente. Das beklagen ja schon feministische Gruppen, also können wir davon ausgehen, wenn immer nur weiße Männer der Standard sind und bereits die Frauen benachteiligt sind, dann sind auch alle anderen Gruppen benachteiligt. Das heißt, wir bräuchten viel mehr Diversität in den Gruppen, an denen beispielsweise oder für die, nicht an denen das getestet wird, das klingt schon ein bisschen komisch, sondern für die Medikamente entwickelt werden. Jetzt kommen wir wieder auf das, was Veronika gerade gesagt hat, zurück, weil das, also wenn wir überhaupt diesen Diskurs führen könnten
ohne dieses Bild von es gibt unterschiedliche Rassen zu füttern, das wäre ja schon ein Fortschritt, aber wir können diese Diskurse gar nicht führen, weil sie vom Rassismus unterdrückt sind und wir Angst haben müssen, insbesondere, ich spreche jetzt wieder aus der Perspektive der Romnia und Sintize, an denen ja im Zweiten Weltkrieg auch Menschenexperimente stattgefunden haben, wir können eigentlich gar nicht über diese Thematiken sprechen, selbst wenn wir uns darüber Gedanken machen, weil es eben dieses Bild füttern würde und für uns ganz konkret auch mehr Gewalt bedeuten würde. Deswegen wird das Thema einfach vermieden. Das heißt, auch durch Rassismus wird Fortschritt in der Forschung behindert, ganz konkret, weil die Diskurse unterdrückt werden. Auf der anderen Seite gibt es diese Forschung ja und sie findet durch einen weißen, rassifizierten Blick statt. Das heißt, die Forscher sind sich gar nicht bewusst, die sind ja nicht irgendwie Soziologen, Politologen oder Philosophen und haben sich mit ihrem eigenen Weltbild auseinandergesetzt, sondern die sind Naturwissenschaftler, gehen also in die Forschung, denken, die betreiben total neutrale Forschung, tun sie aber nicht, weil sie es ja durch einen weißen Blick tun. Und das heißt, am Ende produzieren sie unbewusst, also nicht mit Absicht, aber sie produzieren am Ende rassistische Forschungsergebnisse, die auch so nicht anwendbar sind. Unter anderem diese Studien an Sintize und Romnia-Populationen, wo Sintize und Romnia-Populationen nicht als, also wo halt diese ganzen auch politische und historischen Hintergründe einfach ausgeblendet werden, die zu bestimmten Erkenntnissen führen oder halt auch die Dehumanisierung, die auf diese Gruppen übertragen wird. Nur als Beispiel, Sintize und Romnia reagieren wie alle Menschen auf Stress und wenn man 700 Jahre lang Menschengruppen verfolgt und viel Stress aussetzt, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass evolutionäre Prozesse stattfinden und diese Menschen stresssensible Krankheiten entwickeln, beispielsweise Allergien. So, das passiert aber nicht nur bei Sintize und Romnia, aber in den Forschungsergebnissen wird es so dargestellt und das kann auch eben so interpretiert werden, von rechten Gruppen, die es instrumentalisieren möchten. Oho, die Sintize und Romnia, da gibt es übermäßig viele Allergien. Das, also das füttert ja dieses Bild vom Untermenschentum, was ja sowieso ein Stigma von Populationen von Romnia und Sintize ist. Also so schließt sich der Kreis. Sorry für den langen Moment. Nein, das war ein sehr interessanter Punkt. War das eine Meldung, Nadine? Ja, dann sprich erst. Genau, ich wollte gerne, also Roxana, vielen Dank für den Input und für unseren Blick darauf lenken. Und ich würde gerne aber noch einen Aspekt hinzufügen, also gar nicht als Widerrede, sondern tatsächlich als Hinzufügen, weil ich glaube, was ich beobachte, ist, dass es sozusagen nicht nur aufgegriffen wird von rechten Gruppen oder Neurechten. Also das haben wir jetzt so in den letzten Minuten öfter erwähnt, was ich auch wichtig finde, darauf zu klicken. Aber was ich beobachte, ist auch, dass das halt in Mainstream-Politik und Ministerien aufgegriffen wird. Hadija, du hattest schon mal zwischendurch das Stichwort Geografie genannt oder Veronika, du auch Forensik. Das ist ja ein ganz aktuelles Thema im deutschen Kontext. Ne? Also Strafrecht wurde gerade dahingehend verändert, dass sozusagen eben nicht nur diese bisherigen DNA-Spuren aufgegriffen werden, sondern durchaus erweitert. Und es gibt aber immer noch Kritik, dass es noch nicht weit genug geht. Ja? Und das finde ich, darüber sollten wir auch reden, dass so im medialen Diskurs wird nur auf Länder referiert, wo es weitergehende Bestimmungen gibt. Und es wird aber nicht auf Länder referiert, die sich schon wieder verabschiedet haben davon, weil es die Praxis gezeigt hat, dass das sehr auf minorisierte Communities gerichtet hat, weil es sozusagen kein Ermittlungsinteresse gibt, wenn da rauskommt, okay, ist ein weißer, mittelalter, gesunder Mann, ja, dann hat es keine Relevanz. Das heißt, immer nur auf minoritäre Communities. Und was du eben auch gesagt hast, Veronika, es braucht einen Vergleichsdatensatz, ja, und ich finde halt problematisch daran, dass da überhaupt nicht irgendwie Wissen von Communities konsultiert wird. Roxana, das hattest du ja eben auch schon gesagt, ja. Aber auch sozusagen diese Idee, was das im Weiterdenken bedeutet, nämlich dass von ganz vielen Personen, unbeteiligten Personen, erstmal die Datensätze aufgegriffen und gespeichert werden müssten. Darüber
Das, also ich habe das medial nicht mitbekommen, dass man darüber spricht, ja, sondern ich habe nur mitbekommen, dass es sozusagen noch nicht weit genug geht. So. Und dass wir natürlich kein Rassismusproblem bei der Polizei haben, das habe ich auch mitbekommen. So. Genau, und deswegen würde ich das gerne nochmal erweitern, um diesen Blick nicht nur extreme Rechte, sondern eben auch Polizei, Justiz, genau. Dann spiele ich doch den Ball zu Veronika, nur mit nur einem kleinen Hinweis für die ZuschauerInnen, weil vielleicht nicht ganz klar ist, Biogeografie, also dass es in der Kriminalistik zum Beispiel immer wieder Versuche gibt mit Methoden der Genforschung, die wir vorhin ja auch mit dem gehört haben, wie komplex die sind, aber eben versucht wird, auf Täterprofile oder Täterinnenprofile zum Beispiel zu schließen. Und im ganz platten Mainstream könnte man dann so einen Begriff wie Ausländerkriminalität ja reinwerfen, der gerne gebraucht wird, um vermeintliche Bevölkerungsgruppen besonders kriminell dastehen zu lassen und der ja statistisch gar nicht, also der sozusagen als faktisches Wort statistisch nicht belegbar ist. Also es gibt keine Bevölkerungsgruppen, die besonders kriminell sind, aber viel wird mit diesem Wording ja auch gespielt. Vielleicht so in diesem Komplex, da wolltest du ja darauf anspielen, wenn ich dich richtig verstanden habe, Nadine, bewegen wir uns auch, neben sozusagen der Übernahme neuer Rechte, die jetzt irgendwelche Ergebnisse aus der Genforschung für sich nutzen könnten. Veronika, du hast viel genickt. Wolltest du etwas dazu sagen oder erst Saba? Ich habe bei euch viel Nicken gesehen. Saba wäre jetzt zuerst dran, finde ich. Okay, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll, weil so viel Angst Ihr habt sehr viele Sachen gesagt, die total zutreffen und die total wichtig sind. Ich finde auch, dass man nicht überspringen soll, dass es in den letzten Jahren in vielen staatlichen Institutionen eine Bewegung gab, die eben dazu führt, dass man biogeografische Herkunft als was ganz Normales betrachtet und das sei ja eben nicht Rasse und so weiter und so fort, dass man sich aber überhaupt nicht bewusst macht, wie die Referenzdatenbanken dafür zustande kommen und welche Rassismen in die Sammlung von Daten überhaupt einfließen. Wenn man zum Beispiel sagen würde, wir nehmen als Repräsentanten der Deutschen oder sagen wir mal der Schweizer, ist vielleicht noch ein besseres Beispiel, wir nehmen als Repräsentanten der Schweizer in diesen Datenbanken mal nur Bewohner aus Alpendörfern, die total abgeschottet gelebt haben, weil die sind ja so schön sesshaft und so schön isoliert und so, ja. Und da gibt es ja auch ganz spannende Krankheiten in diesen Bergdörfern. Und würde dann eine Datenbank machen, nur aus diesen Bergdörfern, ja. Da würden doch die Schweizer sagen, hallo, das ist, hier sind wir aber nicht gut repräsentiert, das ist nicht unsere Repräsentation. Ja? In den forensischen Datenbanken, in denen es Daten von Romnia gibt, und die sind auch unethisch gesammelt worden, das kann ich belegen, da gibt es nur Daten aus isolierten Communities, aus sehr isolierten Communities. Und bei Genetikern oder bei den Genetikern, die mit den Daten arbeiten, herrscht die Überzeugung, dass durch diese Daten die Romnia richtig repräsentiert sind. Ja? Das heißt, ich fand, was du gerade gebracht hast, Roxana, als Beispiel, ist nochmal ein super Beispiel, um zu zeigen, was es mit diesen Korrelationen auf sich hat. Ja? Also wenn man dann sagen würde, ja, also Schweizer, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie diese Krankheiten haben. Da würde doch jeder sagen, das ist ja total bekloppt. Ja? Nur weil diese Krankheiten nur in Schweizer Bergdörfern auftauchen, heißt das doch nicht, dass das ein Hinweis auf Schweizertum ist. Das ist doch Unsinn. Das heißt, die Überlappung von diesen Korrelationen und von diesen Merkmalen ist so unperfekt und so schlecht. Und auch das, was es zwischen einem genetischen Marker und zum Beispiel einer Verhaltensweise oder einer Krankheit an biologischen Mechanismen gibt, ist so unendlich komplex und wird von so vielen Dingen beeinflusst, dass es überhaupt nicht möglich ist zu sagen, hier gibt es ein Gen für das. Und das finden wir nur bei Türken. Das ist kompletter Unsinn und kein Genetiker würde das unterschreiben. Es ist wirklich, wirklich nicht haltbar. Aber wenn man sagt, ja, wir haben aber hier eine Datenbank und in der Datenbank ist ganz klar, dass diese Korrelation super präzise ist, weil wenn ich es nämlich mit der europäischen Referenzdatenbank habe, die ich auch habe, die habe ich zwar überall gesammelt, aber egal, und da stelle ich keine solche Korrelation fest. Da gibt es diese Krankheit gar nicht. Ja? Also wenn man den Kontrast zwischen diesen Referenzpopulationen ganz, ganz stark erhöht, indem man sich für eine Population nur auf einen ganz bestimmten Ausschnitt konzentriert und für die anderen Populationen nicht, dann kann man etwas herstellen, was so aussieht wie eine genetische Gruppe. Und das hat natürlich überhaupt keinen Halt in der Wirklichkeit. Saba und dann Roxana.
Ich habe jetzt irgendwie gar keinen Einwand mehr oder sowas, habe jetzt nur gerade mich gefragt, wie vielleicht, Veronika, das würde ich mich interessieren, vielleicht aber auch Roxana und Nadine, wie ihr das macht, wenn solche Argumentationen aber auch in Gesprächen geäußert werden. Also man beruft sich ja durchaus auf Statistiken. Jetzt gar nicht nur, Hadida, du hast die Kriminalstatistik genannt, um zu sagen, genau, sogenannte Ausländer sind besonders neigen zu oder potenziell alle gewaltbereit, irgendwie sowas, ne, weil sozusagen die Statistik das sagt. Jetzt nein, ganz kurz, die Statistik sagt das nicht, aber es gibt Leute, es gibt halt, ja, genau. Andersherum. Ich habe, das ist gar nicht so lange her und ich denke, das kennen ja alle, du hast von Anti-Schwarzen-Rassismus auch schon gesprochen. Ich kenne also wirklich sehr oft in Zusammenhängen, in Bildungsseminaren und so weiter wird etwas, also wenn es um Sport geht etc., ne, also auch so ein Argument gebracht, dass schwarze Menschen insbesondere gut sind, Punkt, weil, und das kann man auch belegen. Das können wir belegen. Und das ist ganz interessant, dann in so ein Gespräch zu kommen und zu sagen, klar, das eine ist immer gut gemeint, schlecht gemeint, ne, trotzdem rassistisch, Punkt. Ja, ist irgendwie klar zu sagen, dass schwarze Menschen besonders sportlich sind und so weiter. Aber das ist ja eine Argumentation, die sich da auch einreiht. Da würde mich interessieren, ich weiß nicht, ob das jemand noch beantworten will oder nicht, oder wie das also sozusagen. Also das eigentlich kann auch gleich erzählen, wie wir damit umgehen oder wie ich darauf antworte und so, aber da sozusagen nochmal, wie kann man wissenschaftlich da argumentieren auch nochmal? Oder welche, wie würdest du das machen, Veronika, würde mich interessieren. Genau, vielleicht kurz vorher noch Roxana, weil du hattest dich gemeldet auf Veronika, bevor wir auf die guten, vermeintlich guten Seiten gucken. Ja, ich wollte nur noch mal anführen, also ich weiß nicht, ob hier allen das Hause Habsburg bekannt ist. Das Hause Habsburg war ja ein ziemlich bekanntes Königshaus in Europa, ein weißes Königshaus natürlich in Europa, in Westeuropa auch vor allen Dingen, aber die haben ihre Gene durch ganz Europa gespreadet und wenn man, also man wird wahrscheinlich in weißen Populationen und vielleicht auch nicht weißen Populationen ein paar Gene vom Hause Habsburg finden und wenn man sich ein gutes Beispiel für genetische Retardation, oh sorry, ist ein bisschen spät, durch Isolation von bestimmten Menschengruppen anschauen möchte, dann gibt es das Hause Habsburg und ihre Linie und die Retardation innerhalb der Familie des Hauses Habsburg, zum Beispiel in Biologiebüchern der 12. Klasse zum Thema Erbkrankheiten. Also wenn man jetzt nur das Hause Habsburg und seine Population isoliert betrachtet und die als Repräsentanten für weiße Populationen betrachten würde, dann könnte man ganz schön viele böse Stigma über weiße Menschen in die Umwelt streuen, die man quasi als Gegenargument auch zu diesem Bild vom weißen Übermenschentum verwenden könnte. Aber wir wollen uns gar nicht auf diese Argumentationslinie einlassen. Ich wollte nur sagen, oder dem zustimmen, was Veronika gesagt hat, also das ist natürlich auch eine Taktik, sich bestimmte Gruppen einfach nur anzuschauen und dann solche Statistiken zu verfassen. Ne? Vertrau keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Ja, so viel erstmal dazu. Ich wollte aber auch nochmal die Frage gleich dazu im Anschluss und auch zu dem, was Nadine gesagt hat, in die Runde werfen, beziehungsweise den Gedankengang auch zu Statistiken und welche Eigenschaften haben schwarze Menschen, welche Eigenschaften haben Sintize und Romja. So, wer sind eigentlich schwarze Menschen? Wer sind Sintize und Romja und von wem werden Daten gesammelt? Also wenn man mich jetzt hier ansieht, ich bin ja offensichtlich white passing, ich bin auf keinen Fall das Stereotyp einer Sintize. Ich werde in der Regel auch nicht für RTL oder ProSieben-Dokumentation angefragt. Es kommt keiner in meine Gegend und macht einen Film davon und wie ich irgendwie vor einem Müllberg stehe. Ich werde auf jeden Fall nicht genetisch getestet für solche Erhebungen. Ja? Also, und es gibt ja viele Menschen wie mich. Und vor allen Dingen, gerade auch bei uns Sintize und Romja, ist es auch so, dass Sozialisation und Cultural Heritage, ja, also die Geschichte, eine ganz große Rolle spielt. Es gibt ganz oft, also das ist wirklich keine Ausnahme, irgendwie die Situation, wo Romja oder Sintize-Familien auch Kinder adoptiert haben. Und die werden in der Gemeinschaft vollkommen anerkannt. Jetzt geht also irgendwie so ein Wissenschaftler, mal hypothetisch, in so eine Familie und nimmt überall da DNA-Proben. Ja, dann hat er aber auch die DNA-Proben des Kindes, das gar nicht genetisch verwandt sind. Das wird er aber gar nicht rausfinden, weil das sind ja nur Forschungsobjekte. Das sind ja keine Menschen, mit denen der sich austauscht und spricht, wenn er solche Forschung betreibt. Also ich finde das schwierig, ja, weil hier auch
genetische Herkunft oder genetische Daten mit Identitäten und Gruppenzugehörigkeiten vermixt werden, die miteinander eigentlich ziemlich wenig zu tun haben. Ja, es gibt auch schwarze Menschen, die white passing sind oder die unter Albinismus, also von Albinismus betroffen sind, die also eine helle Haut haben, helle Haare haben, die vielleicht auch eine andere Haarstruktur haben. Umgekehrt gibt es auch Menschen, wo einfach eine Mutation auftritt, die also ungewöhnlich viel Melanin haben, obwohl sie weiße Eltern haben. Also wie sollen diese Daten erhoben werden? Wie will man so etwas herausfinden? Ich finde, Gruppenzugehörigkeiten müssen unter dem Aspekt Identität und nicht Genetik diskutiert werden, ganz einfach. Und, ein wunderbarer Übergang. Ich danke dir, Roxana, weil vielleicht können wir einen kurzen Abbinder machen und halten fest, also sozusagen, dass wir haben jetzt die Forschung angeschaut, wir haben gesehen, dass sie sozusagen von Institutionen und Behörden zum Teil vielleicht auch unverantwortungsvoll genutzt wird. Das haben wir festgehalten. Wir haben festgehalten, dass sie von neuen Rechten auch instrumentalisiert werden kann. Und wir haben die These im Raum, dass sie aber auch gute medizinische Forschung und überhaupt den Austausch, einen effektiven Austausch eben auch verhindern kann. So, und dass es aber auch damit eine Legitimation für diese Forschung gibt, so wie Veronika Lippert sie beschreibt, mit einem kritischen Blick. Wenn wir jetzt in den Mainstream gucken, der jetzt mit dieser Forschung sich überhaupt nicht beschäftigt, geschweige denn humangenetische Forschung sich jemals mit DNA-Analysen beschäftigt hat, da gibt es einfach die biologistische Vorstellung von Rassen. Die hält sich hartnäckig, auch wenn, Saba, du hast es gesagt, in den Workshops sagst du, die gibt es nicht, das ist schon längst bewiesen. Trotzdem haben wir eben Gruppenunterteilungen, sonst hätten wir nicht Vorstellungen von, wie ist ein Asiate, wie ist ein Schwarzer, wie ist eine Roma und Sintize. So, wozu ist es also wichtig, um Rassismus und in seinen Formen, in dem Alltag zu verstehen, diese Differenzierung in diesen vermeintlichen Gruppen vorzunehmen aus eurer Sicht? Jetzt mal weg von dem biologistischen, wir haben verstanden sozusagen, da gibt es diese Forschung, aber diese Forschung ist in den Köpfen in einer anderen historischen Übersetzung. Daher kommen ja auch so Dinge, wie du sie angesprochen hast, Roxana, mit so einem intergenerationalen Trauma, also dass sich über Generationen hinweg fortsetzt, also auch natürlich bei Menschen, die passing sind, also sozusagen, denen du bestimmte Herkunft nicht mehr ansiehst, was auch immer man da ansehen kann. Das ist ja Geschichte. Rassismus ist ja Geschichte. Also was würde die sagen? Ich habe jetzt viel geredet. Wozu ist diese Differenzierung wichtig heute, um eben Rassismus zu verstehen, im besten Fall anzugehen? Mit diesem Gedanken von, wir wären Rassen. Ja, Nadine. Ich glaube, zunächst einmal ist es wichtig festzuhalten, dass sozusagen dieses beforschte Objekt gar nicht relevant ist. Also es geht gar nicht so sehr darum, also sage ich jetzt als Sozialwissenschaftlerin, wer wirklich dazugehört, ja, oder was ist sozusagen das wirkliche Ergebnis, sondern in meinen Augen geht es sozusagen um eine Konstruktion des anderen, ja, und deswegen genau das, was du beschrieben hast, warum werde ich nicht für bestimmte Formate angefragt, weil du diese Vorstellung des anderen nicht für den weißen Forscher, Forscherin erfüllst. Ja? Und ich glaube, das müssen wir mitdenken, ja? Auch wenn wir über Forschung reden. Deswegen meinte ich auch ganz am Anfang, dieser Anspruch, neutral zu sein oder objektiv oder das wahre Wissen zu haben, ist nicht der Fall, sondern Wissenschaft hat ein ganz spezifisches Forschungsinteresse und ganz spezifische Ausrichtung. Und als vielleicht ein Beispiel aus schwarzer Perspektive, eben weil auch schon genannt wurde, wie wichtig es ist zu gucken, wer macht eigentlich Forschung, ja, oder wer bestimmt. Wer stellt Definitionen auf? Wer bestimmt eigentlich, was der die andere ist, ja? Oder was sozusagen Gene mit Eigenschaften verbindet und so weiter und so fort. Das sind ja Dinge, die erfunden wurden von Wissenschaft auch. Und es gibt sogenannte Critical Race Theory oder ja. Und das ist sozusagen so der Versuch, eine Antwort zu finden auf weiße Wissenschaft, um sozusagen zu zeigen, dass oft weiße, männliche, christliche, heteronormative Linien sozusagen als Norm gesetzt werden
und dem entgegenzusetzen, dass Konstruktion von Rasse eine wichtige Analysekategorie ist, weil es ja unsere Gesellschaft trotzdem gestaltet, ja, und beeinflusst, und gleichzeitig aber deutlich zu machen, dass es ein Konstrukt ist. Und da ist, glaube ich, Saba, was du ganz am Anfang gesagt hast, Bildungsarbeit, ja, also dass das halt nicht vorkommt, über Konstrukte zu sprechen. Deswegen kann es sich, glaube ich, auch nur so lange halten, weil wir nicht darüber sprechen, zu welchem Zeitpunkt, also das ist ja alles gut erforscht, ja, wer welche Kategorien eingeführt hat, zu welchem Zweck, was hat es legitimiert und so weiter und so fort. Aber trotzdem kommt es in Bildungsinstitutionen entweder nicht vor oder es hängt von bestimmten Personen ab, ob es vorkommt, oder es kommt zu einem sehr späten Zeitpunkt vor. Und ich glaube, das müssen wir mitdiskutieren, wenn wir darüber sprechen, warum ist das heute noch so relevant und warum ist dieses Wissen, obwohl das irgendwie lange bekannt ist, ja, warum ist das so wenig zur Kenntnis genommen? Und vielleicht noch ein Aspekt, der das aber nur unterstützt, ist ja auch, dass sozusagen, also im internationalen Kontext, auch auf europäischer Ebene oder auch auf Wissenschaftsebene, weil haben wir auch schon gesagt, die Wissenschaft gibt es nicht, ja, also es gibt viele verschiedene Positionen und Positionierungen da drin, ist, glaube ich, auch ein Problem, dass wann erkennen wir sozusagen ein Wissen als Wissen an? Also ich war leicht irritiert, dass zum Beispiel, es wird jetzt so eine, ich sage jetzt einfach mal so eine Jena-Gruppe, ja, also vielleicht kann Veronika was sagen dazu, die 2019 gesagt haben, es gibt keine Rassen und dazu ein Manifest so. Und ich war irritiert, dass sie so gefeatured werden und gefeiert werden, wo ich mir denke, ja, okay, also das ist jetzt eine Erkenntnis, wo ist jetzt nochmal das innovative Neue da drin? Aber das passiert ja ganz oft. Also das ist sozusagen erst bestimmte Wissenschaftlerinnen sagen müssen und dann ist es sozusagen als wahr gesetzt. Und dann ist man, darf man erstaunt sein und darf sagen, okay, jetzt sollten wir mal darüber nachdenken. Aber das bestimmte Wissen, bestimmte Diskurse sind ja in vielen Communities einfach schon sehr lange auch als Wissen vorhanden. Super, jetzt mache ich eine kleine Brücke wieder für die ZuschauerInnen zum Abholen. Also A, hast du Nadine Nonchalant den Begriff Race erklärt, den wir im Deutschen ja in keiner Übersetzung haben. Also sozusagen das Denken in Rassen als Konstrukte, Kategorisierung, wie du es gerade erklärt hast. Und die Jena-Erklärung, das ist sozusagen eine große Erklärung, die eben aus genetischer Sicht, deswegen auch an Veronika, ja an dich dann der Ball, der sozusagen den Begriff Populationen, den du vorhin oft in deinem Vortrag benutzt hast, als den Begriff erklärt hat. Also quasi in deinem Vortrag ja links unten Rasse, Population und Population als eine sich ständig verändernde Gruppe versteht. Aber das war dein Referenzrahmen, Nadine, in Bezug auf, das haben die dann gesagt, aber in der Race-Theorie, also in der Critical Race-Theorie gibt es das natürlich schon lange. Und das heißt, wir gucken in die USA, wir gucken auf die Rassismusforschung, die schon viel weiter ist als hierzulande. Ja, das nur noch mal so als zusammen. Veronika oder Roxana? Weil Roxana, du hast dich zuerst gemeldet. Ich hatte mich nicht gemeldet, aber ich finde es ganz wunderbar, was Nadine gesagt hat. Deswegen kann ich nur zustimmen. Und auch, was du gerade gesagt hast, Hadija, Critical Race Theory, Critical Whiteness is the thing to go. Da ist eigentlich schon alles gesagt, auch diese Anfangsfrage, warum brauchen wir das überhaupt noch, so Kategorien wie Rassen, weil wir in einem von weißen Menschen oder von weißen Gruppen dominierten System leben, ja, wir alle, also the subaltern can't speak, ja, wir sind Untergeordnete in diesem System, das heißt, wir müssen uns dem Vokabular aus diesem System bedienen, um wir müssen ja quasi die Herrschenden erreichen, ne, und die dazu bringen, ihre Privilegien zu teilen und aktiv dieses System gemeinsam mit uns Hand in Hand, anhand von gewissen Werten, ne, demokratische Werte, Menschenrechte und so, abzubauen. So, und das heißt, wir müssen ihre Sprache sprechen, wir müssen ihr Vokabular benutzen, aber das heißt nicht, dass es nicht schon ein Vokabular gibt, was viel innovativer und viel weiter ist und das ganze System an sich schon überwunden hat, ne, innerhalb unseren Räumen, die wir selber gestalten können. Und nur noch als kleine Anmerkung, wo kann man das überhaupt noch nutzen oder wie kann man überhaupt dann so ethische Forschung betreiben? Also es gibt einen schwarzen Arzt, ich betone jetzt, dass er schwarz ist, weil er in Großbritannien, ich glaube, einen Preis gewonnen hat. Ich bin leider ganz schlecht im Namen allgemein merken, aber das kann man googeln und ich empfehle das auch den Zuschauerinnen und Zuschauern, weil der hat
Forschung betrieben, also auch zu schwarzen Populationen. Ne? Jetzt kommen wir wieder auf das Wort zurück. Und zwar aus folgenden Gründen, weil er gemerkt hat, hey, in meinem Studium sehe ich immer nur Krankheiten, insbesondere halt auch sichtbare Krankheiten, ne, wie irgendwie die mit Ausschlag verbunden ist oder so, immer nur anhand von weißen Menschen erklärt. Und ich bin gar nicht als Arzt in der Lage dazu, bestimmte Krankheiten und Krankheitsmuster an schwarzen Menschen zu entdecken. Also hat er ein ganzes Buch gemacht, wo er einfach bestimmte Krankheitssymptome und so weiter an anderen Gruppen erklärt, ja, an anderen Gruppen, die nicht weiß sind. Und da fand ich zum Beispiel, ja, das ist wichtig. Solches Wissen brauchen wir. Und das ist zum Beispiel auch neutrale Forschung und die ist ganz gut gelaufen. Der hat zu Recht viele Preise gewonnen und gehört geehrt ohne Ende. Aber da sieht man auch, der Qualitätsunterschied liegt darin, dass es von jemandem aus der Gruppe selbst gestaltet wurde, die ganze Forschung insgesamt und das Produkt. Und die Qualität kann eben nicht von Leuten erreicht werden, die Forschung aus einem weißen, rassifizierten Blick betreiben. Wunderbar. Ich weiß nicht, ob alle das sehen konnten. Nadine hat den Namen eingeblendet, Malone Mukwende. Frau Lippert oder Veronika? Also wieder wahnsinnig viele Anknüpfungspunkte. Ich versuche das so kurz wie möglich zu halten. Die Jenaer Erklärung ist eben von Biowissenschaftlern verfasst. Und das gilt nun mal als das autoritäre Wort überall. Ja? Wenn als Sozialwissenschaftlerin oder Geisteswissenschaftlerin ich was sage, was vielleicht sogar noch schlauer ist, als was die gesagt haben, das interessiert keinen. Also ich finde, dass die Erklärung besonders an dem Punkt zu kurz kommt, wo es um diese Verwechslung von Race und Rasse geht. Diese zwei werden ja ständig ineinander übersetzt und das geht überhaupt nicht. Ich erkläre das immer gerne an einem Beispiel, an einer Begebenheit. In Berlin kam mal ein englischer Historiker zu mir und hat gesagt, du, ich habe was gesehen, das hat mich total irritiert. Ich bin an einem Hundesalon vorbeigefahren und da stand auf der Scheibe alle Rassen. Und ich so, ja, so what? Und er so, ja, aber Rassen, den Begriff kann man doch nicht benutzen für Tiere. Und dann haben wir das versucht, auseinander zu dröseln. Ja? Bei Tieren heißt es Breeds oder Varietäten, Varieties. Und den Begriff Race, der ist für Menschen reserviert, weil er nämlich was ganz anderes meint. Race meint selbst zugeschriebene Kategorisierung. Im Deutschen, der Begriff Rasse meint nie im Leben selbst zugeschriebene Kategorisierung. Der meint immer, es gibt was Biologisches, was wir neutral feststellen können von außen. Und die Person hat selber gar nichts dazu zu sagen. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Und wenn man das nicht auseinanderhält, dann hat man, finde ich, in der Debatte einen unterkomplexen Punkt gemacht. Ich wollte auf dich, Nadine, antworten. Also wie könnte man das denn anders machen? Ich rede viel mit Humangenetikerinnen und Humangenetikern, die entsetzt sind über das, was ich ihnen berichte, was ich entdeckt habe. Und die sagen dann, wir müssten das ganz anders aufziehen. Wir müssten das von Anfang an anders machen. Wie müssten wir es denn machen? Und dann habe ich gesagt, ja, also ihr müsstet natürlich mit diesen Communities reden. Ihr müsstet euch mit denen an einen Tisch setzen und gemeinsam ein Forschungsdesign entwerfen. Und dann würdet ihr sehr, sehr lange über Kategorien diskutieren. Ja, weil die Diversität, die ihr untersuchen wollt, ist super komplex und jede Kategorisierung, egal welche, ist auf alle Fälle unterkomplex und auf alle Fälle menschengemacht. Aber wenn man möchte, dass die Menschen sich wenigstens in dieser Kategorisierung wiederfinden, dann muss man sich mal anhören, was denn aus deren Sicht eine gute Kategorisierung wäre. Und wenn die sagen, gar keine, ja, dann müsst ihr euch wirklich überlegen, ob ihr ein Forschungsdesign entwerfen wollt, das diesen Leuten eine Kategorisierung aufzwingt. Wollt ihr das? Es entspricht keinem ethischen Standard, den wir heutzutage zu befolgen haben in der Genetik. Ja? Also das auf Augenhöhe ernst zu nehmen, würde dazu führen, dass wir andere Kategorisierungen produzieren würden oder übereinkommen würden, dass wir keine gute Kategorisierung finden können. Und ja, ich denke immer noch, man kann auch was dabei verlieren, denn es stimmt ja, dass es bestimmte Gesundheitsrisiken gibt, also genau wie Roxana das vorhin gesagt hat, die nicht erkannt werden, wenn man sich immer nur den weißen Mann anguckt oder sagen wir auch mal einfach nur die weiße Bevölkerung. Und man möchte mehr Leuten den Nutzen dieser genetischen Forschung zukommen lassen. Und dafür muss man halt auch etwas wissen über die verschiedenen Mutationen oder über die verschiedenen Allele. Wir sollten die beforschen, aber nicht in diesen Kategoriesystemen, mit denen wir jetzt arbeiten. Und dann würde ich gerne noch auf Sabas Frage antworten mit den Sportlern. Ja? Also das ist von den amerikanischen Kolleginnen und Kollegen, die zu Critical Race Theory arbeiten, ganz fantastisch aufgearbeitet worden. Die haben tolle Argumente. Ich habe die immer nicht so ganz parat. Die sagen dann immer, wer ist untersucht worden? Wir schauen uns mal ganz genau das Sample an und wir schauen uns ganz genau, welche Weißen auch untersucht worden sind. Und dann gucken wir uns an, wie das kausal erklärt wird. Wird das erklärt mit bestimmten
molekularen Mechanismen in den Muskeln, dann schauen wir mal genau da rein, ob es wirklich, gibt es hier wirklich einen kausalen Zusammenhang, ja oder nein. Das Beispiel, das ich immer gern benutze und das bei Schülern auch ganz gut ankommt, das ist das Gen für Untreue. Also das war 2007 so ein großer Aufmacher in den Zeitungen. Wissenschaftler haben das Gen für Untreue entdeckt. Und dann habe ich mir die Studie angeguckt, es war sehr aufschlussreich. Man hatte also bei Mäusen, und zwar nur bei Mäuserichen, hatte man also unterschieden zwischen Mäuserichen, die, wenn man sie mit vielen Weibchen zusammentut, sich mit möglichst vielen Mäuse, also weiblichen Mäusen paaren möchten, und Mäuseriche, die sehr treu bei ihrer Gattin bleiben. Ja, also so ein bisschen grob gesprochen. Und dann hat man sich halt diese sehr untreuen Mäuseriche rausgenommen und hat die genetisch analysiert, und dann hat man eine Korrelation mit irgendwelchen genetischen Markern gefunden. Das ist auch irgendwie klar, das findet man immer irgendwie. Ja? Und dann eben hat man gesagt, wow, wir haben das Gen für Untreue. Super, jetzt können wir auch eheliche Untreue gut erklären. Ein paar Jahre später haben die Forscher dann aber entdeckt, vielleicht ist Untreue nicht der richtige Begriff gewesen. Wir haben festgestellt, wir haben ein Gen für Desorientierung entdeckt. Das ist natürlich genauso eine Interpretation, ja. Aber diese Interpretationsleistung, die Wissenschaftler machen, also die ist gigantisch groß. Und das ist ein Kurzschluss von irgendwas, was sie beobachtet haben, hin zu einer Aussage über Verhalten, die völlig anthropomorph eigentlich ist und völlig aufgeladen mit Bedeutungen aus dem menschlichen Leben. Und dabei lache ich. Sehr gut. Und dann würde ich kurz Sarah, sag erst. Nee, super. Das finde ich richtig gut, weil ich mich auch gerade gefragt habe, warum ist es überhaupt Untreue? Ne? Also warum nennt man das überhaupt Untreue, wenn die Mäuse dieses Verhalten auch gezeigt haben, aber das zeigt irgendwie... Also Moment, warum nur Mäuseriche? Das fand ich auch grandios. Genau, das greift ja letztlich so Sprache ganz grundsätzlich an und Interpretation und so weiter. Und selbstverständlich ist die immer. Also es gibt ja, also Objektivität ist sozusagen genau so eine Wunschvorstellung, aber die kann es gar nicht geben. Für mich ist gerade nur, Herr DJ, ich hoffe, werde ich jetzt nicht... Also, alles gut. Aber für mich wird immer klarer, jetzt gerade im Rahmen der Diskussion, wenn ich hier jetzt auch mit dem Themenschwerpunkt antisemitischer Rassismus auch hier bin, das geht ja gar nicht. Also alles andere geht auch nicht, ist mir klar, aber sozusagen das muss man sein. Und das finde ich ohnehin, die Debatte und Diskussion ist so eine eigene Frage für sich. Also wir können nicht sagen, antimuslimischer Rassismus und antischwarzer Rassismus, wenn man es nur an den beiden Begriffen macht. Da gibt es ganz viele, analytische Unschärfe in beiden Begriffen. Also, und warum sprechen wir überhaupt von Muslim sein? Weil es angegriffen wird und es geht gar nicht um Muslime und so weiter. Also es ist, finde ich, das macht nur nochmal deutlich, dass diese Kategorien absolut irreführend sind, beziehungsweise einen ganz anderen Zweck haben, ein ganz anderes Anliegen haben. Und vielleicht kann man das beiseite tun und dann gucken, wenn wir Rassismus verstehen wollen als ein gesellschaftliches Phänomen, und das ist die Erklärung, warum es antimuslimischen Rassismus gibt. Wir denken sozusagen aus der Logik eines Täters, einer Täterin, zu gucken, ich denke jetzt in diesen Rassekategorien und stelle mir vor, diese Person aufgrund von bestimmten Merkmalen ist bestimmt muslimisch. Das kann auch letztlich ein Name sein. Ne? Also wir sind da ganz woanders jetzt auf einmal. Das kann ein Kleidungsstück sein. Und dann sind wir auch gar nicht mehr bei phänotypischen Merkmalen. Dann sind wir nicht mehr bei bestimmten Dingen, die man einem ansehen kann oder nicht oder so. Die sind ja dann auch übertragbar. Große Frage innerhalb muslimischer Community, was ist mit Menschen, die konvertieren, also weiße Muslime, sind die dann betroffen von antimuslimischem Rassismus? Hä? Kann man das auf einmal sein? Ich ziehe ein Kopftuch auf, jetzt ein bisschen platt gesagt, und werde jetzt beschimpft auf der Straße. Bin ich jetzt auch Opfer von antimuslimischem Rassismus? Hä? Wie mache ich das? Und da sehe ich immer so, das ist schwierig. Also das ist schwierig, das Muslim sein als ein Merkmal genauso einzureihen, wie wenn wir jetzt über Schwarzsein sprechen, sind wir ein Roma und so weiter und so fort. Also da stelle ich fest, es ist nochmal sehr kompliziert, bis hin zu gar nicht möglich. Das will ich nur nochmal eingeben als Impuls. Jetzt haben alle sich gemeldet. Vielleicht alle kurz, damit wir noch ein Stückchen vom Kapitel her weitergehen und noch dazwischen. Ich bitte alle Zuschauer, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in den Chat. Dann werden sie mir rübergeleitet, dann kann ich die auch noch mit aufnehmen. Genau. Ja, eine kurze Rückmeldung von allen. Und die erste war vorhin Nadine. Genau, ich wollte noch was zu dem Punkt sagen, wer macht Forschung und wie kann es sozusagen anders funktionieren? Ja, also weil es ist ja sozusagen kein Diskurs, ich glaube, da kann ich für uns alle sprechen, also wir sind ja sozusagen nicht Anti-Wissenschaft oder irgendwie, ne? Also
Fortschritt, wurde eben gesagt. Also genau, und da wollte ich gerne einen Punkt noch reinbringen als Beispiel, auch wenn das jetzt kein naturwissenschaftliches Beispiel ist, und zwar den sogenannten Afrozensus. Ah, super, das wäre der nächste Punkt gewesen. Ach, dann warte okay. damit. Das ist genau. Und zwar ist das ein schwarzes Projekt, also aus schwarzer Community entstanden und ein quantitatives Projekt. Also es geht auch um sehr viele Daten und auch sozusagen in der Anfangszeit und sicherlich auch für manche bis heute auch umstritten, eben gerade was auch Roxane schon zu Anfangs ausgeführt hat, eben aus Erfahrungen, was mit Zahlen, was mit erhobenen Daten passiert ist von schwarzen Menschen und anderen. Und da hat es sozusagen, also die Authentizität des Projektes, dass Menschen sich daran beteiligt haben, war, glaube ich, dass die Protagonistinnen, also die es initiiert haben, die Wissenschaftlerinnen, die daran beteiligt sind, schon lange zuvor in Schwarz Community involviert waren. Ja, also das war klar, okay, ich gehe jetzt nicht in diese Community hinein, nur um diese Daten zu referieren. Niemand weiß, wofür diese Daten genutzt werden, wie sie interpretiert werden, sondern es wurde sehr transparent gemacht, die einzelnen Schritte. Und ich glaube, ein anderer wichtiger Punkt, also nicht nur das Wer, und also wer interpretiert dann auch die Daten, wer verspricht, dass sie sicher und datenschutzrechtlich und so weiter, sondern auch, was das Ziel dieser Forschung ist. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, dass es sozusagen nicht nur darum ging, etwas über schwarze Community zu erfahren, sondern auch weitergehend, das macht ihr für euch und daraus erhobene Wissen könnt ihr einsetzen, um zum Beispiel politische Forderungen zu stellen. Genau, dankeschön. Und dann ist, glaube ich, diese sozusagen, wer gestaltet Forschung? Das ist ja eine ganz wichtige Frage, ne? Also so ein Forschungsdesign. Und da merkt man dann einfach, wer die Fragen stellt, ja, und man merkt, was ist, und das merkt man auch als Beforschte, auch wenn man sozusagen nicht Wissenschaftlerin ist, und damit meine ich nicht nur, welche Begriffe werden benutzt, sondern man merkt auch die Richtung der Fragen, ja, und das ist, glaube ich, wichtig sozusagen, also dass man das Wissenschaft mit gesellschaftlichen Engagement, aber auch mit den gesellschaftlichen aktuellen Gegebenheiten verknüpft wird und dass man sieht, gibt es da eine Vertrauensbasis zwischen Beforschten und Forscherinnen und genau, was haben die Beforschten auch davon? Ja, also was ist das Ziel dieser Forschung? Und hab ich im Blick, was das historisch bedeutet, dass Leute mir diese Daten an die Hand geben? Oder bin ich komplett erstaunt darüber, dass es so eine Skepsis zum Beispiel gibt? So. Und dann ist, glaube ich, ganz wichtig sozusagen auch, wer steht dahinter? Also welche Organisationen oder welche Institutionen, welche Universitäten oder Forschungseinrichtungen und so weiter und so fort. Das wollte ich noch als zusätzlichen Punkt dazu reingehen. Ich würde das jetzt nutzen, tatsächlich dann doch überzuleiten und das von Saba, auf das sich alle gemeldet haben, und Nadine zu verbinden, weil Saba, du hast gesagt, wir denken in der Logik des Täters, der Täterin, oder sagen wir durch die rassistische Brille, wir folgen den Konstruktionen, muslimisch, schwarz, Roma, obwohl wir jetzt gerade mehrfach von euch gehört haben, wie sich das alles auflöst in einem intersektionalen Gedanken, aber selbst wenn man genetisch schaut, biologisch, forschungstechnisch auch schon. Und gleichzeitig gibt es diesen Wunsch nach Zahlen, den hast du jetzt angesprochen, Nadine. Das wäre auch mein nächster Punkt nämlich gewesen. Stichwort Rassismus sichtbar machen. Ein Punkt, Forschung, also um Rassismus in Deutschland sichtbar zu machen, braucht man Zahlen. Das ist egal, in welchem Kontext, wird immer gesagt, hast du Zahlen, belege es. Wir sehen das an der Frage, gibt es Alltagsrassismus, gibt es Rassismus wirklich, wurde zu Black Lives Matter gefragt, mussten Leute belegen. Also der Afrozensus will Lebensrealitäten sichtbar machen. Du hast eben beschrieben, Nadine, wer, wie, warum und warum sich dort auch viele beteiligt haben, das eben entgegen der Kritik ist, die hierzulande herrscht
und das aufgrund der Verbrechen der Nationalsozialisten eine Erhebung in Gruppen zu machen. Du hast deutlich gemacht, die Gruppe selbst hat erhoben. Roxana, du hast auch darüber geredet, aber wenn ich auf die Roma-Community, Sintesa-Community gucke, wenn ich auf die Gruppe Muslim, ich weiß, es gibt Studien über muslimisches Leben in Deutschland, es gibt derartige Erhebungen. Vielleicht gucken wir mal da drauf. Es braucht Zahlen, um etwas zu belegen, Forderungen zu stellen, etc. Gleichzeitig sind Erhebungen hier problematisch. Wie müssen sie gemacht sein? Welche wurden bisher gemacht? Vielleicht etwas dazu. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, Hadita, ich finde das Ganze, also mein persönlicher Ansatz, ich rede jetzt mal ganz kurz als ich und nicht für die Community, ich kann sowieso nicht für die Community reden, aber unabhängig davon, ich finde es problematisch, dass wir uns so an diesen weißen Measurements festmachen. Es braucht Zahlen. Warum braucht es Zahlen für etwas, was so offensichtlich ist? Wir sind seit 700 Jahren alleine in Deutschland, seit 1000 Jahren in Europa werden wir verfolgt. Es gibt so viele Belege dafür. Und ich meine, ich rede nicht nur einfach von historischen Dokumentationen dafür, sondern die Psychologie beispielsweise, jetzt wenn wir von intergenerationalen und transgenerationalen Traumata reden, die haben diese ganzen Mechanismen. Das waren keine Sintetze, das waren keine Romja, das waren keine Schwarzmänner, das waren weiße Wissenschaftler. Die haben das erforscht. Man braucht einfach nur Logik anwenden, wenn man das will. Und man braucht nicht eine Zahl, nicht eine Erhebung machen, um zu wissen, welche Auswirkungen solche Gewalterfahrungen auf Menschen haben. Man kann genau anhand dieser Logik, kann man eben Dinge fordern. Man kann Maßnahmen fordern, man kann politische Forderungen stellen. Die Tatsache, dass diese Logik so dismissed wird, dass es einfach ignoriert wird und so getan wird, als wenn das nicht bewiesen wäre, als wenn es nicht logisch wäre, dass wir all diese Dinge benötigen, ist ja auch nur wieder ein Ausdruck weißer Gewalt. So, es gibt etwas zwischen, ich kann etwas nicht sehen, ohne es bewiesen zu haben, und ich will etwas nicht sehen, auch wenn es direkt vor meiner Nase ist. Und das ist eher der Stand, den ich in Deutschland und auch allgemein der Welt sehe, man will Rassismus nicht sehen. Weil wenn man Rassismus sehen würde, müsste man ja etwas verändern. Also was tun die? Und das sehen wir insbesondere in der Sintetze und Romja-Community. Jedes Mal, wenn irgendwo ein Projekt gestartet werden soll, das eben Emanzipation, Empowerment, Heilung vor allen Dingen auch von intergenerationellen Trauma fördert, dann heißt es eben genau das so. Bringt erstmal Zahlen her. Wie viele Leute, wer profitiert wann von diesem Projekt? Wie viel Geld brauchen wir dafür? Wo ich mir dann so denke, so 14 Millionen Menschen in Deutschland sind in Europa sind davon betroffen und die werden hier seit 1000 Jahren in Europa als, ich weiß nicht, unterste Kategorie von, die werden nicht mal mehr als Menschen behandelt. So, gebt uns einfach das Geld zurück, was ihr uns gestohlen habt die letzten 1000 Jahre. Ja, wir haben Zwangsarbeit geleistet, wir wurden ausgebeutet, wir wurden versklavt. Wir haben, also diese ganzen großen Firmen irgendwie von Walen, die da auf ihrer Yacht rumtouren bis sonst wohin, die haben alle von unserer Arbeit profitiert. Ich will nicht mehr nach Zahlen gefragt werden, denn wenn wir nach Zahlen fragen würden, und ich weiß, es ist für die schwarze Community und für andere Communities genauso, wenn wir nach Zahlen für Reparationen fragen würden, und zwar für die tatsächlich geleistete Arbeit, so dann kämen die gar nicht aus den Zahlen mehr dafür raus. So, die wollen diese Rechnung eigentlich nicht. Und die müssen eigentlich, wir müssen uns emanzipieren, dass wir denen mal die Rechnung schicken für die ganze Arbeit, die wir geleistet haben und für die ganze Gewalt, die wir erfahren haben. Und deshalb, also diese Arbeit uns aufzuerlegen, diese Beweisführung immer wieder aufs Neue zu erfüllen, ist eigentlich nur so eine Abwendungstaktik von Rassismus. So, erstmal leistet Arbeit, beweist uns das erstmal, dann können wir reden. Das ist immer wieder so ein Aufschieben, so. Ich muss nicht beweisen, dass das Wasser nass ist, ganz ehrlich. Danke, Roxana. Saba. Habe ich mich gemeldet? Aber ich sage ja gerne was dazu. Nein, ich finde es, wir hatten im Vorgespräch auch über dieses Muslimische. Ich finde es tatsächlich interessant, weil wir haben hier einmal eben Roxana gehört mit einem kleinen Appell, was sollen wir beweisen? Das Trauma ist klar, wir haben die Geschichte, also wir brauchen keine Zahlen. Nadine sagt natürlich etwas so, ja, es ist eine reaktive, gleichzeitig ist es ein Empowerment-Projekt. Was ist aus einer muslimischen Perspektive? Die wird ja schon lange erforscht auch. Ich tue es mir ein bisschen schwer, damit zu sagen, also Roxana, ich kann das total nachvollziehen, ich verstehe auch, was du sagst, und ich frage mich dann, wie soll es dann sonst gehen? Wie soll es dann irgendwie anders gehen? Also was wären andere Möglichkeiten, um Rassismus irgendwie abzubauen? Es ist irgendwie jetzt erstmal ganz nüchtern gesagt, selbstverständlich braucht es irgendwie erstmal Zahlen. Es braucht Ergebnisse, es braucht empirische Befunde. Und erst, also so funktioniert das System im weitesten Sinne. Das heißt, irgendwie braucht es auch sozusagen nachhaltig
eine Ergebnisse erstmal darüber oder sozusagen die Zielgruppe muss irgendwie definiert werden. Ich kann dieser Logik auch folgen, warum es notwendig ist. Und deshalb gibt es wahrscheinlich auch so einen Zensus, was muslimisches Leben betrifft. Und da weiß ich, dass es nie möglich sein wird. Trotzdem kann ich sozusagen nachvollziehen, warum es notwendig ist, warum es da nicht möglich ist, weil, also muslimisch sein schließt ja überhaupt nicht aus. Oder wenn jemand Muslim ist, kann ja jemand auch schwarz sein oder Romja sein. Ne? Also sozusagen, es ist ja jetzt überhaupt keine Kategorie, die man als solche ermessen kann. Also wir sprechen hier von rassifizierten Musliminnen und Muslimen. Das heißt Menschen, die als solche gesehen werden, aber es gar nicht sind. Kurz dazu, wie sie gezählt werden, das ist, es gab dazu Erhebungen schon. Die letzte ist von 2016. Also sozusagen auf Bundesebene und wo ganz klar, also im Rahmen der Deutschen Islamkonferenz wurde das in Auftrag gegeben, wie viele Muslime gibt es denn so? Und es ist ganz, ganz klar, und ich finde, das kann man, das ist auch sehr interessant, dass die Logik der Erhebung einer rassistischen Logik folgt. So, und die ist wie folgt, dass Menschen, die aus islamisch geprägten Ländern kommen, sind muslimisch. Entschuldigung. Ja, genau. Und zwar aus einem mehrheitlich geprägten islamischen Land. Und wenn ein Elternteil sozusagen so eine Migrationsgeschichte aufweist, dann ist die Person eben muslimisch, mehr oder weniger so. Und das ist klar, Religionszugehörigkeit wird hier von der Herkunft, also sozusagen Zugehörigkeit, also Herkunftszugehörigkeit der Eltern oder der Großeltern zugeordnet. Das ist natürlich absolut verkehrt. Also Menschen, die aus Syrien flüchten, weil sie Christen sind oder aus dem Iran, viele Personen, die hier leben, viele Menschen, die überhaupt gar keinen Bezug zur Religion haben, sollte werden als muslimisch gezählt. Das heißt, diese Zahl, mit der wir hantieren, zwischen 4,2 und 5,3 Millionen, man kann sagen, die echte ist wahrscheinlich in der Nähe so ungefähr, aber nichtsdestotrotz ist klar, dass diese, also rein vom Forschungsdesign her ist klar, das macht gar keinen Sinn. Das ist eine Logik, die dann wiederum andere Dinge befeuern kann. Also die Rassismus reproduziert auch in anderen Zusammenhängen. Aber zu sagen, weil du aus einem Land XY kommst oder deine Eltern bist du muslimisch, ist eine Kategorie, die überhaupt gar nicht funktioniert. Also das ist sozusagen wirklich etwas, das kann man überhaupt nicht vergleichen, finde ich, mit anderen Formen von Zählungen, die es auch gibt. Also da ist wirklich was ganz Besonderes. Da gibt es interessante Essays, unter anderem von Riem Spielhaus, die, das ist auch übrigens, kann man sich downloaden auf mediendienstintegration.de, wer ist Muslim und wenn ja, wie viele, wo genau das auch aufgegriffen wird. Und letzter Punkt nur, bevor es dann weitergeht, das ist auch etwas, was die Wissenschaftlerin, die Muslime gezählt hat, sage ich jetzt mal so, das auch einräumt und sagt, uns ist die Kritik bewusst, wir haben nur keine Ahnung, wie die Muslime zählen sollen, weil sie sind nicht organisiert. Weil Muslim sein ist ja auch was, hat ja was mit Religion zu tun. Aber wir reden hier von Rassifizierung. Also ich könnte noch so lange darüber reden, weil spätestens hier wird klar, diese Kategorien machen überhaupt gar keinen Sinn. Und gleichzeitig sehe ich aber auch, dass sie für die Arbeit, für die zivilgesellschaftliche Arbeit, für die Bildungsarbeit oder auch für Daten in der Schule, die ich auch brauche, um letztlich auch den antimuslimischen Rassismus zu belegen, die brauche ich irgendwie. Das heißt, um das zu operationalisieren, sind das auch Dinge, die ich bewusst mitmache und auch bereit bin, weiterhin zu tun, weil ich letztlich sozusagen das Phänomen damit bekämpfen will. Und deshalb meine Frage, wie soll man es dann sonst tun? Aber ganz kurze Rückfrage, Sabah, nochmal, um deutlich zu machen hier für die Zuschauer. Du hast gerade deutlich gemacht, muslimisch sein, also Religion als kulturelles Verständnis sozusagen, als ein rassifizierendes Merkmal. Und das ist ja nochmal auch interessant, wenn man das überträgt auf andere Religionszugehörigkeiten. Also sozusagen, wann ist Religion ein rassifizierendes Merkmal? Aber Roxana, du hattest dich gemeldet. Ich wollte nur an das anschließen, was Sabah gerade so wunderbar ausgeführt hat, diese ganze Sinnlosigkeit der Kategorien, und wollte nur sagen, aus meiner Interpretation ergibt sich das daraus, dass immer die Opfer, also die Opfergruppe von, nein, nicht die Opfergruppe, Opfer ist ein doofes Wort, die Zielgruppe von Rassismus, ja, in ihrer verqueren Logik, die ja keine hat, weil Rassismus hat keine Logik, sie hat einfach nur einen Zweck, den Zweck, den ich am Anfang genannt habe, Menschen künstlich in Kategorien einzuteilen, um ihre Ausbeutung zu rechtfertigen. Das folgt keiner anderen Logik. Man kann eben diese rassistischen Bilder auf alles konstruieren, selbst auf Glaubensgemeinschaften, die ja gar keiner, selbst in dieser wahnsinnigen Rasseforschung, gar keiner Rasse zugrunde liegen. Also alles Humbug.
Ich finde, es eigentlich wäre der richtige Ansatz, um Zahlen zu generieren, einfach mal zu gucken, wie viele Rassistinnen gibt es denn? Ja, wie viele Rassistinnen gibt es in Deutschland? So, was wir eigentlich brauchen, sind auch nicht mehr Maßnahmen für die Opfer von Rassismus, außer Empowerment und so, klar. Aber ich finde, eigentlich brauchen wir mal Resozialisierungsmaßnahmen für Täterinnen. Das funktioniert im Strafvollzug auch so. Ich weiß nicht, warum Gewalttäterinnen, also Gewalttäterinnen rassistischer Gewalt nicht resozialisiert werden. Einfach mal diese ganzen Sachen in die Runde geworfen, um Zahlen zu generieren für Ausblick in die Zukunft. Frau Lippert, haben Sie ein Forschungsdesign dafür? Spaß. Das jetzt nicht, aber ich wollte nochmal auf Saba antworten. Also es ist nicht nur die Logik der Täter, sondern es ist natürlich schon auch die Logik der Ermittlerinnen. Wenn die in der biogeografischen Herkunftsanalyse aus dem Labor das Ergebnis bekommen, diese DNA kommt höchstwahrscheinlich aus Pakistan oder was weiß ich, Afghanistan oder aus Syrien, dann übersetzen die das in ihre Kategorie muslimisch. Das ist total klar. Weil was sollen sie denn sonst suchen? Ja? Also natürlich Flüchtlinge, weil sie erstmal denken würden, das ist jemand, der ist erst vor kurzem nach Deutschland gekommen. Dann würden sie vielleicht auch noch auf die Idee kommen, dass auch schon vorher Leute aus der Region zu uns gekommen sind. Was sie aber auf alle Fälle übersehen würden, ist, das ist sozusagen eine Mischpopulation zwischen asiatischen Populationen und europäischen Populationen. Und damit ist ihre Technologie nicht zuverlässig. Sie kann nicht zuverlässig funktionieren. Ja? Sie müssen solche Ergebnisse eh mit großer Vorsicht betrachten. Aber die Übersetzung einer Region in muslimisch ist in diesen staatlichen Institutionen komplett normal. Ich wollte zu diesem, also das, was du beschrieben hast, Nadine, ist ja eigentlich strategischer Essentialismus. Ja, das ist die Aneignung von essentialistischen Denk- und Sprechweisen durch Minderheiten, die sich unterdrückt fühlen. Das hat man auch schon in den 30er Jahren gesehen bei Homosexuellen, die versucht haben, sich ein positives Selbstverständnis anzueignen, damit sie über sich sprechen können und ihre Interessen gut vertreten können. Das hat immer Vor- und Nachteile. Es ist immer eine Gratwanderung. Weil immer, wenn man etwas über sich selber produziert und sagt, ja, ich stehe dahinter, das sind wir, dann, erstens geht man immer ein Risiko ein, dass andere das für sich vereinnahmen und irgendetwas damit tun. Und zweitens ist Forschung ergebnisoffen. Das ist sie einfach. Also das heißt, wenn man sich an so eine Studie macht, dann muss man natürlich genauso ergebnisoffen rangehen, wie man sich das von allen anderen auch wünschen würde. Ich stimme aber total zu, dass dieser Zwang zu quantitativen Evidenz furchtbar ist. Also, und das hängt ein bisschen damit zusammen, dass man heutzutage in der Politik und auch in der Medizin denkt, dass nur quantitative Studien auch evidenzbasierte Studien sind. Aber das ist längst überholt in der Wissenschaftsforschung, es ist längst klar, dass auch qualitative Evidenz gute Evidenz ist. Der einzige Unterschied ist, dass man nicht so große Stichproben hat. Ja? Und kann man leider nicht so richtig gut als Waffe verwenden, weil die Vorstellung, dass es nichts ohne quantitative Evidenz geht, die ist unglaublich weit verbreitet. Jetzt wollte ich noch kurz was sagen zu dem Thema, also wie kann man das denn zurückgeben? Also bei diesen Studien, die ich untersucht habe, bei den genetischen Studien an Romnia, da haben wir zuerst überlegt, meine Güte, wollen wir nicht einfach eine Studie schreiben darüber, wie rassistisch das ist? Also die Sprache dieser Studien ist so wahnsinnig rassistisch. Ja? Dann haben wir überlegt, ja, okay, also das könnten wir machen. Wir könnten auch sagen, die ethischen Standards sind nicht eingehalten worden in diesen Studien. Das ist ein Skandal. Ja? Und dann haben wir gesagt, ja, das werden wir auch tun, aber zuallererst publizieren wir eine Studie, die aufzeigt, dass die methodischen Schwächen in diesen Studien so gigantisch sind, dass man diese Studien eigentlich zurückziehen muss, alle. Und das ist der Vorwurf, der die Wissenschaftler am allermeisten treffen wird. Weil nämlich zur Sprache sagen sie, ach, das ist ja oberflächlich. Ja klar, wir hätten anders reden können. Und zu den ethischen Problemen sagen sie, ja, die Daten sind halt vor 30 Jahren erhoben worden, da war das halt noch nicht so mit ethischen Standards. Ja? Aber zu den methodischen Schwächen müssen sie stehen, weil das ist ihre Arbeit. Das heißt, man kann schon auch mal das Ganze umdrehen und sagen, ja, dann bringt ihr uns erstmal gute Evidenz. Was ihr uns gebracht habt, ist keine gute Evidenz, so quantitativ sie auch ist. Sehr schön. Wir kommen zum Ende und jetzt kamen Fragen hinein und die würde ich doch jetzt gerne noch stellen. Ich finde nämlich gerade, dass irgendwie einen schönen Dreh, wir erzählen die Rassisten, die Methodik in der Wissenschaft umdrehen, das sind doch interessante Schlusspunkte. Die Fragen, die aber hier nochmal kommen, beziehen sich tatsächlich auf die Biogeografie, wenn ich das hier sehe, und zwar heißt die eine:
um die Frage noch zu präzisieren, wenn es keine bestimmten kriminellen Gruppen geben soll, wie kann es dann bestimmte diskriminierte Gruppen geben? Die Identifikation über Gruppe ist doch exakt dieselbe. Ja, jetzt wird es nämlich, haarig. Konntet ihr die Frage verstehen, die ich gestellt habe? Ja. Also im Endeffekt, wenn es keine kriminellen Gruppen gibt, also nicht, ich sage jetzt mal, den Clown in Polen, den kennt man sozusagen, das ist ja genetisch bekannt, dass er das tut. Man weiß das, statistisch gibt es das nicht, aber es gibt bestimmte Gruppen, die in bestimmter krimineller Art diskriminiert werden. Dann ist das doch dasselbe, oder nicht? Fragezeichen. Roxana und dann Veronika. Mhm. Also ich finde, dazu müssen wir jetzt erstmal genauso 2 Stunden lang philosophisch diskutieren, was ist Kriminalität und wer ist kriminell? Ich habe ja eben schon mal angesprochen, die historische Ausbeutung von Romja und Sintize. Es gibt ein stereotypes Stigma von Romja und Sintize, das uns kriminalisiert. Es geht um Diebstahl, es geht um andere Kriminalität, Gewalt und was Sonstiges. Ich hinterfrage immer dieses, insbesondere das Stigma des Diebstahls, weil in Anbetracht dessen, dass eigentlich uns sowohl unsere Arbeitskraft, unsere Lebenszeit, unsere psychische Gesundheit und tatsächlich auch einfach der Wert unserer Arbeit, also quasi das ganze Geld und wir, unser Eigentum enteignet wurde vor dem Zweiten Weltkrieg, möchte ich mal in Frage stellen, wer sind die Diebe? Ja, also wer sind eigentlich die Verbrecher? Plus, wenn wir von kriminellen Gruppen reden, reden wir dann von Bankern oder reden wir von Politikern? Also es gibt einen, der vor kurzem noch als Kanzlerkandidat gehandelt wurde, Friedrich Merz ist sein Name, der ist in ziemlich große Cum-Ex-Skandale verwickelt. Cum-Ex, also ich weiß nicht, ob ihr das alle verfolgt habt, ich habe es ein bisschen verfolgt. Da stand ja ganz kurz davor, dass diese ganzen Skandale verjähren, ne, die ganzen Prozesse verjähren, weil nicht genug Ermittlerinnen eingesetzt wurden. Es gibt aber hunderte von Ermittlerinnen, die zum Beispiel Sozialbetrug beim Jobcenter verfolgen. Ne? Das heißt auch, welche Gruppe werden wieder kriminalisiert? Wer ist denn überhaupt kriminell? Also ich finde diese Frage zu unpräzise und ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, was sie mit dem Rassismusdiskurs zu tun hat, außer die fragestellende Person möchte damit ausdrücken, dass weiße Menschen eventuell mit Kriminalität verknüpft ist, was ich auf jeden Fall zurückweisen würde, weil auch weiße Menschen sind Individuen, genauso wie alle. Mhm. Frau Lippert oder Veronika? Also im Prinzip legt ja diese Frage nahe, dass Gruppen nur diskriminiert werden, weil sie als kriminell gelten. Und das stimmt aber ja so nicht. Also Menschen werden ja aus ganz, ganz vielen Gründen diskriminiert. Ja? Ich erinnere nur mal an zum Beispiel meine asiatischen Studentinnen hier in Freiburg, die mir erzählt haben, dass sie jeden Tag sexueller Gewalt ausgeliefert sind, weil deutsche Männer oder weiße Männer einfach denken, naja, Asiatinnen, die sind ja immer so hingebungsvoll. Die werden sich schon nicht wehren. Das ist eine diskriminierte Gruppe, obwohl sie überhaupt nichts mit Kriminalität zu tun hat. Oder auch mir sagen oft Leute, ja, aber Frau Lippert, man sieht doch auf der Straße, dass es Rassen gibt. Ich sehe das doch. Und dann sage ich immer, naja, das, was Sie sehen, das sind die Menschen, die ungefähr so aussehen wie das Stereotyp, was Sie von diesen Leuten im Kopf haben. Die Leute, die anders aussehen und die Sie da nicht reinsortieren können in Ihr Klassifikationsschema, die sehen Sie gar nicht. Die übersehen Sie, weil Sie mit denen nicht viel anfangen können. Oder Sie haben ein großes Fragezeichen im Kopf. Ach du meine Güte, wo gehört denn dieser Mensch hin? Aber den werden Sie vergessen. Während all die anderen Menschen, die toll in Ihr Schema passen, die behalten Sie im Kopf und das stabilisiert Ihre komische Klassifikation eben die ganze Zeit. Ja? Diskriminieren tun wir ja, weil wir mit zum Beispiel einem bestimmten Aussehen irgendwas Bestimmtes verbinden. Aber dass gar nicht alle Menschen aus dieser Gegend so aussehen und dass das Aussehen mit diesen Eigenschaften überhaupt gar keine Verbindung hat, das fällt da völlig hinten runter. Dankeschön. Die zweite Frage ist, für wie realistisch und zielführend würdet ihr Versuche der Resignifizierung und Reinszenierung, Bezug nehmend Judith Butler, rassistischer Begriffe halten? Und gibt es aktuell solche Versuche? Das ist eine etwas anders geordnete Frage. Bitte nochmal die Frage. Ich war zu lang. Wie realistisch und zielführend würdet ihr Versuche der Resignifizierung und Reinszenierung im Sinne von Judith Butler, also von rassistischen Begriffen halten? Gibt es aktuell solche Versuche? Ja. Er meint, ob wir so racial slurs als emanzipatives Tool verwenden würden. Ja. Ich würde erst. Also nur ganz kurz, ich weiß, dass es in den Sozialwissenschaften im deutschen Sprachraum Versuche gibt, den Begriff der Rasse anders, also umzudeuten, sodass er endlich dem Begriff aus den USA gleichkommt. Ja. Ich
bin skeptisch, dass das funktionieren kann. Also ich glaube, so eine Spracherziehung kann sich nicht so richtig gut durchsetzen. Und ansonsten, was Reinszenierungen von rassifizierten Kategorien betrifft, da kenne ich mich nicht so gut aus. Da weiß ich nicht. Dafür, also es gibt zum Beispiel Menschen oder auch Angehörige der Gruppen der Sinti oder Roma oder Leute, die um diese Gruppen herum sich mit der Thematik beschäftigen, insbesondere auch was sprachliche Gewalt und Begrifflichkeiten betrifft. Es gibt ja Gott sei Dank andere Kontexte, in denen rassistische, sprachlich artikulierte Gewalt schon tabuisiert wird. Zum Beispiel, wenn wir über das N-Wort sprechen, das Z-Wort ist zum Beispiel ja noch nicht tabuisiert oder auch so, also überhaupt im Sprachgebrauch tabuisiert, wie es sein sollte. Und viele sagen dann auch immer, das ist doch eigentlich ein toller Begriff, den also insbesondere Nichtangehörige unserer Gruppe sagen, das ist doch eigentlich ein positiv besetzter Begriff. Und manche Leute, oder auch besonders dann, wenn Sintes oder Romja, die aus relativ unpolitisierten Gruppen der Sintes und Romja kommen oder die nicht so viele Privilegien hatten, wie zum Beispiel ich, die auch relativ, also als White Passing Person in Westeuropa sozialisiert worden ist, die sich dann auch versuchten, diesen Begriff anzueignen, weil sie einfach durch Zwangsassimilation vielleicht auch die eigenen Begrifflichkeiten verlernt haben, nicht mehr kennen oder sich auch wirklich einfach, also ihre Identität einfach gebrochen wurde, sodass sie gar nicht mehr unterscheiden können zwischen der ihnen auferlegten, rassifizierten Identität und ihrer tatsächlichen Wahren. Die versuchen sich auf diesen Begriff anzueignen. Es klappt nie. Also, weil, wenn es klappen würde, würde ja die Entmenschlichung aufhören. Das tut sie nicht. Ja, also, die Entmenschlichung wird weitergetragen. Und deswegen lehnen große Organisationen, Selbstorganisationen des Sintes und Romja, sowohl in Deutschland als auch auf internationaler Ebene, solche Begrifflichkeiten ab. Und ja, also, so viel gibt es dazu nur von meiner Seite zu sagen. Wie seht ihr das? Nadine? Also vielleicht kann man ganz kurz, aber um für eine ausführliche Diskussion reicht das jetzt wahrscheinlich nicht, aber man kann das vielleicht an dem Begriff Rasse selbst festmachen. Ja, also da gibt es ja eine ausführliche Diskussion darum, auch seit vielen Jahren und Jahrzehnten und vielleicht jetzt nochmal mit neuem Schwung auf der Diskussion oder auf der Forderung danach, dass im Grundgesetz zu streichen, beziehungsweise andere fordern, das zu verändern. Also da gibt es verschiedene Forderungen. Und da gibt es durchaus auch von Schwarzen und Of-Color-Communities auch Statements, dass sozusagen eher dem sozialwissenschaftlichen Verständnis von Rasse folgt. Also dass das sozusagen als zentrale analytische Kategorie sieht. Und die wesentlich ist, um bestimmte Konstruktionen, die in der Gesellschaft wirkmächtig sind, aufrecht zu behalten und dass man sozusagen die Gefahr sieht, das zu streichen, dass das dann wegfällt oder dass andere Begriffe, die vorgeschlagen wurden, zum Beispiel Ethnizität, das hatten wir ganz am Anfang, nicht diese hierarchischen Machtverhältnisse, die in der Gesellschaft vorherrschen, mitgedacht werden. Also da würde ich sagen, die Frage war ja, gibt es Begriffe um solche Diskussionen? Und da würde ich sagen, würde ich als Beispiel auf jeden Fall sofort die Diskussion um die Streichung oder Beibehaltung oder Umbenennung oder Ergänzung, also eine ganz große Debatte mit unterschiedlichen Positionierungen anführen. Genau, eigentlich stand ja auch auf meinem Zettel, dass ich sie mit euch noch bespreche, aber irgendwann habe ich gemerkt, das werden wir nicht schaffen. Es wird aber im Februar eine Streitbar genau zu diesem Thema geben, auch im Rahmen der Ausstellung, die ja vorhin hat doch jemand auch etwas gesagt. Genau, Roxana, ich sehe was du nicht siehst. Du heißt ja auch die Ausstellung im Rahmen dessen, der heutige Abend hier stattgefunden hat. Ich danke euch sehr für dieses Gespräch. Ich fand das sehr ergiebig und ich hoffe, die ZuschauerInnen auch. Wer mich kennt, weiß, ich versuche am Ende immer noch mal so kurz für mich zusammenzufassen. Was haben wir erfahren? Wir haben erfahren, dass Forschung sinnvolle Nutzung erfahren kann, aber dass sie das vor einem Hintergrund tut, in dem viele Menschen unverantwortungsvoll mit Daten umgehen, von Seiten von Institutionen und Behörden, aber auch von Rechten instrumentalisiert, was vielleicht, wie habe ich es vorhin gesagt, pro ethisch gute Forschung
unsichtbar macht bzw. verhindert an bestimmten Stellen. Wir haben gelernt, warum es Race gibt, also dass wir weggehen müssen von diesen vermeintlich biologistischen, sondern von sozialen Konstruktionen ausgehen sollten, wie Nadine, du es beschrieben hast. Wir sollten uns fragen, wer macht die Forschung, wer stellt die Definitionen auf, mit welchem Ziel, und das ist, weil die Bildung darüber fehlt, weil Rassismusforschung nicht als ein Fachbereich im Mainstream ist, im ganz normalen Bildungsangebot für junge Menschen eben auch dieses Wissen über vermeintlich biologistisches sich so hartnäckig hält. Wir denken in der Logik der Täter, fand ich auch einen starken Moment, gucken durch die rassistische Brille, deswegen bewegen wir uns in diesen Kategorien muslimisch, schwarz, Roma, obwohl wir sie aus einer intersektionalen Perspektive längstens aufgelöst haben, längstens Sprache dafür haben, längstens viele Theorie und viel Wissen, das innerhalb der Communities herrscht. Warum brauchen wir Zahlen für etwas, was offensichtlich ist, ist gefallen. Und dass auf der anderen Seite eben hierzulande nur Qualitatives als evident gilt. Also viele Zahlen, große Zahlen und Qualitatives wenig wert. Und dass das eigentlich anders gehört. Und dass es doch viel besser wäre, mal zu zählen, wer die Rassisten sind und die Rassistinnen und die Methoden, so wie Frau Lippert es in ihrer Studie versucht, eben die genetische Forschung in Frage zu stellen, um das Ganze mal von Grund auf aufzuräumen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Genau, und auch die Kriminalität zu hinterfragen. Also gerade diese Biogeografie, die immer wieder angesprochen wurde, die uns ganz alltäglich auch in Debatten um Racial Profiling und Grenzkontrollen und all diesen Debatten widerfährt, zu fragen, wer sind die Diebe, wer sind die Verbrecher, welche Gruppen werden kriminalisiert und auf welche Weise. Und das finde ich einen sehr wichtigen Abschluss zu dieser Frage von vermeintlichen Rassen. Wir sollten, und das haben Sie gesagt, irgendwie Frau Lippert, ein bisschen anders, wir sollten unser inneres Verhalten, also wie wir Menschen mit Aussehen, Merkmalen eben kategorisieren, nochmal kurz innehalten und hinterfragen. Da kann man immer nur sagen, kleine Memory, schwarz und weiß sind keine Hautfarben, sondern Lebensrealitäten, politische Kategorien, und sie zeigen Machtverhältnisse auf. In diesem Sinne danke ich euch ganz herzlich für diese Runde. Man kann das nachschauen. Ich hoffe, viele gucken das im Nachhinein und im Nachgang noch einmal an, nutzen das für weitere Forschung und besseres Verstehen von Race, Rasse und Rassismus. Schönen Abend noch. Vielen Dank. Jetzt müsst ihr noch kurz warten. Gleich wird abgeschaltet.